Aufnahme. Die läuft. Handy. Handy ist leise. Genau, bei mir jetzt auch. Bei diesem Wetter die Frage nach Tee oder Kaffee, trinkst du bei diesen heißen Temperaturen überhaupt irgendwas Warmes? Ich trinke einen Chai. Einen Eis-Chai oder einen normalen Chai? Nee, einen normalen Chai, den guten vom Norma. Nicht den guten, nee, den billigsten, den ich gefunden habe. Hauptsache Tee. Hauptsache Tee, Hauptsache irgendwie indischer Gewürzzeugs. Genau. Und ich meine, Indien ist ja auch nicht kalt. Nee. Und die Amerikaner? Ja, die wollen uns aus dem Weltraum kicken. Ja, dann gehen wir einfach zu den Chinesen. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Countdown Podcast Folge 72. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Und ich weiß nicht, dieses Intro, ich mag es einfach. Also wenn das da draußen irgendein Hörer jetzt inzwischen hasst, tut mir leid, das bleibt. Also ich glaube, über das Intro hat sich noch niemand beschwert. und wenn dann, also Besseres werden wir auch nicht finden. Außer es komponiert uns jemand was, aber selbst dann sind wir vorsichtig. Ja, die Temperaturen sind warm und es schmilzt alles und man hat das Gefühl, auch Elon Musk hat einen kleinen Meltdown, um mal dieses Wortspiel hier zu machen. Wir werden das jetzt gar nicht so groß thematisieren, weil es ja hauptsächlich um Tesla dabei geht, aber ich hatte mit Frank kurz in der Sendungsvorbereitung drüber geredet, ob wir das thematisieren wollen, weil du hast ja schon ein bisschen Meinung dazu auch auf Twitter geäußert. Ja, also ich meine, so unendlich weit von meiner Meinung ist der nicht entfernt. Es gibt ein ernsthaftes Problem im Journalismus, auch so mit Qualität. Es gibt durchaus Journalisten, die sehr viel besser sind als andere. Um nicht zu sagen, das Problem ist, dass einige äußerst schlecht sind. Ich bin mir absolut nicht sicher, ob das, was er vorgeschlagen hat, er hat ja vorgeschlagen, eine Website zu machen, wo dann jeder irgendwie Journalisten bewerten kann. Ob das jetzt das ultimative Mittel dafür ist, das weiß ich nicht. Ich sehe das gleiche Problem. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Aber so an sich, ich glaube, das Geschrei von einigen Journalisten ist dann doch mehr so getroffen, Hunde bellen und so. Ja, obwohl, sie bei manchen Sachen auch nicht wirklich Unrecht haben, was sie da bei Elon kritisieren. Also umgekehrt auch, es geht in beide Richtungen, ja, definitiv. Aber wie gesagt, es ist, ich habe gerade bei Tesla, hat man das ja gesehen, dass da schon lange sehr merkwürdig berichtet wurde. So Unfälle, wo Tesla nun echt nichts dafür kann, wo die teilweise deutlich besser abgeschnitten haben als alle anderen Autos, wurden dann als große Katastrophe dargestellt. Jedes einzelne kaputte Auto irgendwie als der Beweis, dass Tesla ganz schlecht ist. Also ich kann die Frustration verstehen und dass das dann irgendwann sich Bahnen bricht, das kenne ich von mir. Ich kann da niemanden Vorwurf draus machen. Naja, aber es geht ja nicht nur um die Unfälle, sondern halt auch um so Sachen wie, dass die Tesla-Mitarbeiterinnen sich ja nicht in einer Gewerkschaft organisieren durften oder halt, wenn sie es gemacht hätten, bestimmte Gehaltsoptionen verloren hätten, also Stockoptionen, also dass sie sich auch quasi an Aktien von Tesla beteiligen dürfen oder die bekommen haben. Ja, genau. Also dass Elon Musk das quasi gesagt hat, ja, wenn ihr euch deiner Gewerkschaft organisiert, dann entziehe ich euch diese Möglichkeit. Und es ist ja auch so, dass viele berichten, dass diese Teslas dafür, dass es im Grunde immer noch Luxuslimousinen sind, jetzt in der Verarbeitung her gar nicht mal so geil sind. Nee, die hatten ernsthafte Probleme beim Zusammenbau und so. Und dann musste das irgendwie etwas schneller gehen, damit sie auch die Zahlen kommen und dann wurde es immer schlechter.
Ja, und das scheint jetzt hier auch langsam dann mit seinen scheint sich jetzt irgendwie wieder zu verbessern, aber naja. aber wie gesagt, Tesla ist halt so ein Ding, da habe ich von Anfang an gesagt, ja okay, das sind wesentlichen Luxusschlitten. Habe nie so ganz verstanden, was da für eine Verehrung für die Teslas losgebrochen ist. Absolutes Oberklasse-Ding. Naja, ist auch ein bisschen so ein Personenkult um Elon Musk, der da mitschwingt, oder? Ja, klar. Teilweise auf jeden Fall. Ist nicht das erste Mal, dass das in Amerika gegeben hätte. ja, ich meine, bei Edison war es damals, glaube ich, genauso. Ja, bei Forte war ja auch kein sehr angenehmer Zeitgenosse. War ja bekanntermaßen ein großer Antisemit. Ja, das auch. Ja. Biografie kann man lesen, insofern man braucht heutzutage leider irgendwie einen Proxy, damit man auf Gutenberg.org zugreifen kann. Aber das hat jetzt nichts mit der DSGVO zu tun, oder? Das ist jetzt wieder. Nee, das war davor schon. Da war irgendeine Familie hatte Copyright angeblich und irgendwie, die hatten einfach die Schnauze voll davon gehabt und haben dann gesagt, gut, dann klemmen wir es halt ab. Ich müsste gucken, was das war. Das war irgendwie bloß ein Buch. Oder ein paar von einem Auto. Und da haben sich dann die Nachgeborenen dann da und ach. Ja, das mit diesen Erben, die dann ständig wegen irgendwas verklagen, finde ich auch so ein bisschen fragwürdig. Die wollen ja jetzt das Copyright irgendwie nochmal verlängern, irgendwie auf 144 Jahre oder sonst irgendwas. Ja, also das Man muss jetzt langsam mal irgendwie da ernsthaft was dagegen tun, weil das ist einfach nur noch ein Raub am Volk. Also, dass der Autor. Kann man anders nicht mehr sagen. Dass Schöpfer irgendwie Rechte an ihren Werken haben, steht ja außer Frage, aber wenn dann Erben vielleicht noch nicht mal in der ersten, sondern dann in der zweiten und dritten Generation immer noch Anspruch darauf erheben, quasi daraus Kapital zu schlagen aus einem Objekt, was dann ihr Urgroßvater mal geschaffen hat. Ja, ja. Halte ich für ein bisschen fragwürdig. Ich würde vorschlagen, zurück zum Edikt von Queen Anne oder was das war, zurückzugehen von 1707. Da hieß es, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, irgendwie entweder 2x10 Jahre oder 2x14 Jahre oder sowas. Und wenn du nach den ersten 10 oder 14 Jahren nicht irgendwie einen kleinen symbolischen Obolus entrichtet hast, um zu sagen, ja hier, ich habe übrigens noch Urheberrechte, dann wurde es frei. Na, also wenn du irgendwie nach 10 Jahren gesagt hast, ja okay, das liest eh kein Schwein, was soll's. Lohnt sich nicht, das Ding nochmal anzumelden, ja, dann wäre es halt frei geworden. So, das war das Ursprüngliche. Und jetzt sind wir hier bei, ja, wenn der Autor, solange der Autor lebt, ja, dann gehört es dem garantiert. Und wenn er dann gestorben ist, noch 70 Jahre, den Nachgebliebenen und bla. Und ja, nee, danke du. Gut, kommen wir zum Unterstützerdank, zum UnterstützerInnendank natürlich. Genau, wir haben hier einmal den Johannes, den Jochen, Ronald, Thomas, Hori, Falco, Packelwudding, Markus, McMurdoch, Fabian, Sandra, Giuliano, Hans Olo, jetzt neu im Kino, B-Bone, M. Pingo, Rominger, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin und den Ingo. Herzlichen Dank für eure fortgesetzte Unterstützung. Sind da also jetzt einige Leute, die da schon viele Monate und fast Jahre da uns unterstützen. Herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Wir bedanken uns auch bei unseren mittlerweile 15 SupporterInnen auf Liberapay, die wir aus Anonymisierungsgründen nicht namentlich nennen können. Und noch nicht mal, wenn wir wollten, ne? Genau, also noch nicht mal, wenn wir wollten. Liberapay ist da so DSGVO-konform, die sagen uns das noch nicht mal. Und dann habe ich noch eine Spende vom Thomas bekommen, eine Einzelspende über PayPal. Dafür herzlichen Dank. Und Amazon, wir haben über Amazon wieder Werbekostenrückerstattung bekommen. Also immer wenn ihr was über unseren Affiliate-Link, der auf unserer Webseite verlinkt ist, einkauft, dann quasi müsst ihr nicht mehr zahlen, aber wir bekommen einen kleinen Anteil von Amazon und das macht sich dann auch mal sehr bezahlt. Also haben wir wieder eine kleine Auszahlung bekommen diesen Monat. Oh. Wo wir gerade bei Amazon sind, DSGVO ist ja auch jetzt in Kraft getreten.
Und unsere Webseite, also die Countdown-Webseite, sollte jetzt auf einem DSGVO-konformen Level sein. Okay, wen das darüber interessiert. Hatte ich gar nicht nachgedacht, ja. Okay. Genau, also die Datenschutzerklärung wurde auf den neuesten Stand gebracht. Kommentare haben jetzt ein kleines Häkchen, was ihr ankreuzen müsst, wo ihr euch einverstanden erklärt, dass eure Daten, wenn ihr einen Kommentar abgebt, verarbeitet werden. Also wir speichern dann, oder nicht wir, aber die Webseite speichert dann die IP-Adresse, glaube ich, bis zu 60 Tage. Danach wird sie wieder gelöscht. Einfach hauptsächlich zur Spam-Schutzerkennung. Also da wird halt erkannt, okay, wenn aus über eine IP häufig Spam kommt, dann wird die halt gleich gesperrt und das muss man halt irgendwie dann in der Datenbank abspeichern. Aber ich habe das so eingerichtet, dass nach 60 Tagen das wieder rausgelöscht wird. Also es bleibt auch nicht auf ewig drin. Das ist ja jetzt der Sinn der DSGVO, dass man das nur mit berechtigtem Interesse speichert. Jo, okay. Genau. Ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt, bis auf das diverse Witze jetzt aufkam. Hattest du da gar keine Berührungsstellen, auch als freier Journalist? Ich hatte ein paar, aber ich habe keine eigene Webseite direkt. Und dadurch hat sich das sehr, sehr hübsch erledigt. Ja, auch auf Zap kam jetzt ein Beitrag, habe ich noch nicht gesehen, aber die haben das mal quasi DSGVO für freie Journalisten unter die Lupe genommen. Und zum Beispiel es gibt ja eine Ausnahmeregelung für den Journalismus von der DSGVO, aber zum Beispiel, das legt jedes Bundesland anders aus. Und NRW zum Beispiel sagt, wenn man keinen Auftrag von einer offiziellen Redaktion hat, dann fällt auch der freie Journalist, die freie Journalistin unter die DSGVO und darf dann bestimmte Sachen nicht machen. Und somit kann sich kritische Berichterstattung sehr schnell eingepfercht werden, wenn man da einfach mit der DSGVO gegen die vorgeht. Also ich hätte gedacht, da berührt sich wenigstens ein wenig, aber jetzt direkt irgendwie nicht wirklich, muss ich mal lesen. Aber du machst ja auch eher so technische Berichterstattung, vielleicht ist das da nicht so wichtig. Ja. So. Gut, wir haben ein bisschen Feedback auch. Wir hatten mal vor einigen Folgen uns die Fragen gestellt, was man denn im Deutschen für eine schöne Entsprechung finden könnte zum englischen Begriff Human Spaceflight. Also man will ja weg vom Begriff bemannter Raumfahrt, weil das ja nur Männer sind dann und mittlerweile ja auch Frauen im Weltraum fliegen. Und haben sich zwei sehr schöne Beispiele bei uns eingefunden. Einmal vom Klaus, nämlich der Begriff bemenscht, also bemenschte Raumfahrt, ist natürlich ein Neologismus. Ich finde es etwas merkwürdig. Aber ich habe das auch schon gesehen, dass der Lutz das auf Twitter benutzt hat in einer Menschen an uns. Und also wer diesen Neologismus verwenden will, bemenschte Raumfahrt. Und dann, oder wir können natürlich auch einen Podcast jetzt etablieren und irgendwann taucht dann Duden auf. Und jetzt hat auch der Martin vor ein paar Tagen im Blog kommentiert mit dem Begriff Personenraumverkehr. Ja, da fällt mir einfach nur ein ÖPRV. Öffentlicher Personenraumverkehr. ÖPRV, ja genau. Aber wir sind dann noch nicht am Punkt vom ÖPRV, sondern nur PRV. Ja, PRV. PRV. Ja, schöne Abkürzung. Das ist doch was für Weltraum-Nerds. Ja. Gut. Mit PRV und LEO. Genau, PRV und LEO. So, dann kommen wir mal zu einem ersten richtigen Thema in dieser Sendung. Was nehmen wir denn da? Frank, du hast hier ein Thema zu den Alja-3-Satelliten reingeschrieben. Ja, das ist einer der beiden Satelliten, die damals mit der Ariane 5-Rakete gestartet sind, die etwas auf Abwägen geraten ist. Und der ist jetzt dort, wo er sein soll. Mit gerade mal 5 Monaten Verspätung. War das der, wo die... So wollte ich jetzt Verspätung sagen. Ein sehr merkwürdiges Wort. Egal. War das, kurz um das aufzufrischen, war das der Satellit, wo die Rakete in die falsche Richtung geflogen ist? Ja. Die beiden Satelliten. Ah ja. Der andere ist noch unterwegs. Ah ja. Und hier hast du geschrieben, Betreiber verlangt über 100 Millionen Dollar von der Versicherung. Ja, weil einfach ein großer Teil von dem Umsatz wird immer gemacht also wirklich ganz am Anfang der Lebenszeit wird ein sehr großer Teil vom Umsatz gemacht, weil neuere Satelliten haben dann einfach mehr Bandbreite und
können dann halt einfach von viel höheren Preisen profitieren und wenn das dann einmal da ist, dann sinken die. Die haben halt einen großen Umsatzausfall und die sagen halt, ja, wir haben hier einen Umsatzausfall von 100 Millionen ungefähr. Erstmal wegen halt 5 Monaten zu spät. Da sind dann sicherlich auch sowas wie Vertragsstrafen und so weiter dabei, ne? Weil die haben ja auch irgendwem versprochen, wir wollen hier liefern und wir können gerade nicht. Und wenn es sein muss, mussten die dann dafür bezahlen, dass irgendwo ein anderer Satellit inzwischen den Dienst übernimmt, den sie ja eigentlich selbst machen wollten, was dann nochmal extra kostet. Ja, und dann verliert er natürlich auch noch Treibstoff und damit halt Lebenszeit im Orbit. Und das läppert sich halt, ne? Mhm. Mit anderen Worten, die Versicherungssumme ist mindestens genauso hoch, beziehungsweise in dem Fall deutlich höher, als was der Start mit der Ariane 5 gekostet hat. Weil der LIA war ja, ich glaube, es ist nur dreieinhalb, 4 Tonnen Satellit oder so. Mhm. Ist ja durchaus normal, dass dass die Satelliten sehr viel teurer sind als die Rakete, mit denen sie gestartet werden. Ja, 3,8 Tonnen. Soll heißen, es ist so ein Leichtgewicht, was halt mit der Falcon 9 gestartet wird und die Rakete dann noch landet und so weiter. Halt typische Sekundärnutzlast für eine Ariane 5. Okay. Mehr gibt es ja anscheinend jetzt auch nicht zu berichten. Das war jetzt einfach nur das Update, oder? Das war das Update im Wesentlichen. Halt, wie gesagt, kostet dann nochmal ganze Menge Geld. Ja. Und ist jetzt aber da. Sehr schön. Immerhin. Auf Umwegen. Fünf Monate verloren, also an Zeit. Der andere ist noch unterwegs. Von Eutelsat. Ich dachte, hier wäre noch ein längerer Artikel dazu, aber ist nicht. Ja. Gut, ich habe auch noch ein kleines Update, nämlich zum Falcon 9 Block 5 Flug. Wir hatten ja in der letzten Sendung gesagt, dass die dann noch am Aufnahmeabend fliegen sollte. Das hat sich dann doch noch ein bisschen verzögert auf den nächsten Tag. Das war dann, glaube ich, Freitag, der 11. März, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann flog tatsächlich Falcon 9 Block 5 mit dem Banga Bandhu Satelliten 1 für Bangladesch und landete auch erfolgreich. Und ja. Wie Elon Musk das so beschrieben hat, ironischerweise müssen sie diesen Block 5 auseinandernehmen, damit sie herausfinden können, ob sie die anderen noch auseinandernehmen müssen. Ja, wobei mir gerade einfällt, ich habe dann auch noch einen längeren Artikel dazu geschrieben, aber ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was von dem, was ich da geschrieben habe. Ja, deswegen hast du es ja aufgeschrieben. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, was ich alles gesagt habe und was ich alles geschrieben habe und wo da die Differenz dazwischen liegt. Wie das halt so ist, ne? Ach ja. So heißen, weil Elon Musk hat ja davor auch eine längere Pressekonferenz gegeben und ich bin mir jetzt nicht sicher, was da alles Neues dabei war. Naja, also wir haben ja auch schon einiges eigentlich schon in der letzten Sendung gesagt. Ich wollte es nur nochmal sagen, dass das dann erst einen Tag später geflogen ist und alles in Ordnung verlaufen ist. Ja, im Wesentlichen, ja, halt wie gesagt, 10 Flüge soll er machen. Die Triebwerke sind ein bisschen besser, 8% mehr Schub. Die Oberstufe hatte noch nicht den höheren Schub, aber die untere Stufe hatte ihn. Frag mich nicht, wieso. Die Oberstufe war noch nicht ganz auf dem Niveau, wo sie gerne hätten. Angekündigt ist, dass irgendwann im nächsten Jahr dann auch mal die 24 Stunden demonstriert werden soll. Genau, 24 Stunden Turnaround bedeutet, dass ist das die gleiche Rakete oder einfach zwei Raketen hintereinander? Die gleiche untere Stufe halt. Genau, die gleiche Unterstufe innerhalb von 24 Stunden zweimal fliegen soll. Genau, also einfach bloß, wie man so schön sagt, Gas and Go, also landen, auftanken, zweite Stufe drauf, Satellit drauf ab dafür. Das können aber nur Leo-Missionen sein, weil die können sehr schlecht auf der Barke landen, wenn sie die dann innerhalb von 24 Stunden wieder reinholen wollen, oder?
Wahrscheinlich, klar. Also die müssen sie dann auf der auf dem Landeplatz landen. Ja. Ja, was ist neu? Man hat neue Hitzeschutzbeschichtungen, also neuen Hitzeschutz halt, an diversen Teilen. Genau, es sind auch neue Gridfins aus Titanium, oder? Ja, aber die hatten wir schon länger, weil die Aluminiumteile, die sind ja teilweise verbrannt, was ja durchaus spektakulär aussah. Gab dann auch ein paar Bilder irgendwie von diesen Aluminium-Gridfins hinterher, wo sie dann etwas verbogen und verdängelt recht traurig dranhingen. ja, das ist halt neu. Was man machen will, ist man hat davor Kork benutzt zur Isolierung. Jetzt benutzen die irgend so ein Komposit, Kohlefaser, sonst was. Vielleicht auch irgendwie wahrscheinlich irgendwas, das so ähnlich ist, was auch als Hitzeschutzschild für den Dragon benutzt wird. Irgendwas in die Richtung ganz bestimmt. Und wo wird das gebaut? Ist das dieser schwarze Mittelteil oder was? Genau, das ist einmal der schwarze Mittelteil und dieser Kabel- und Leitungsschacht, der so an der Seite lang geht. Mhm. Der war früher mit Kork verkleidet. Ja, Kork ist so die Allzweckwaffe zur Wärmeisolierung bei der NASA gewesen. Ja, also das hat eine lange Tradition eigentlich, weil Kork, wenn du irgendwie eine Korkplatte hast und du hast einen Schweißbrenner und hältst ihn einfach mal drauf, da passiert erstmal nicht allzu viel. Weil kaum Wärmeleitung. Das verkokelt halt, aber es leitet halt nicht allzu viel weiter und es verschwindet auch nicht so schnell. Ist deswegen ziemlich gut, aber ist halt auch nicht perfekt. Ne? Vor allen Dingen schwer wiederverwendbar. Und das wollten sie halt ändern. Und die brauchen den halt, den Kork, den mussten sie halt irgendwie mit Farbe einpinseln, um den zu schützen vor Feuchtigkeit und so weiter. Weil, ja, Kork mag Feuchtigkeit nicht und an so einem Tank wird es nass, weil der Tank ist ja kalt. Also egal, ob du jetzt den Kerosintank hast oder den Sauerstofftank, der Sauerstofftank sowieso, aber das Kerosin wird ja auch runtergekühlt. Und dann kondensiert das Wasser und dann wird das Zeug nass und schwer und verfault und sonst was, will man nicht. Dann gab es noch so ein paar nette Dinge, das Octaweb, also der Rahmen, wo die Triebwerke dran befestigt sind, der war immer geschweißt und jetzt haben sie gesagt, nee, wir verschrauben den. So wie ich das noch in Erinnerung hatte, ging es darum, dass man die Schweißnähte ziemlich aufwendig kontrollieren musste. Und wenn man das Ganze verschraubt, ist das nicht mehr mit ganz so viel Aufwand verbunden. Und da hat man es dann lieber, wenn das Ganze etwas mehr wiegt, aber dafür leichter zu warten ist und leichter zu inspizieren ist. Und die haben halt viele kleine Änderungen gemacht. Die haben auch viele Diagnoseinstrumente irgendwie eingebaut, sodass man möglichst irgendwie irgendwelche Schäden, die sich ankündigen, direkt mit dem Computer ohne zusätzliches Angucken halt diagnostizieren kann. Mhm. Halt alles so Zeugs, dass man das Ding halt möglichst schnell wiederverwenden kann, ohne dass da irgendein Techniker rumhampeln muss. Ja, das wollen sie noch dieses Jahr machen, die 24-Stunden-Turnaround, oder? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, okay. Nächstes Jahr. Dieses Jahr meinten sie, soll eine Stufe 3 oder 4 Mal fliegen. Okay, was ist der Rekord? 2-mal oder 3-mal? Zurzeit 2-mal, glaube ich. Okay. Also die, seit ich das jetzt alles im Kopf habe, war es immer benutzt, wiederverwendet und dann ab dafür. Also entweder nochmal gelandet und dann halt nicht weiter wiederverwendet oder halt irgendwo im Meer entsorgt. Okay. Was ja jetzt auch schon merkwürdig ist, ne? Also im Prinzip, ne, wenn du das Ding landest und dann nicht wiederverwendest, dann ist das eigentlich so vom Umweltschutz her, sollte man doch sagen, sehr viel besser, ne? Und alles andere ist dann bloß noch so Entsorgung im Meer. Zumindest solange bis man daran denkt, dass das ja alle Raketen normalerweise genauso machen. Ja, also da darf sich niemand beschweren, der selber Raketen baut. Ja, ist schwierig, ne? Aber im Prinzip müsste man sagen, ja, irgendwie ist das eine Umweltverschmutzung. Ja, die Chinesen, also solange es nicht für die Chinesen in eigenen Städten entsorgen, ist es. Ja. Ich glaube, wir hatten ja schon über Lange Marsch 8 gesprochen. Ja, hatten wir schon auch. Dass man die etwas kontrollierter landen will. Ja, das hatten wir thematisiert letzte Sendung. Ja.
Was Block 5 auch hat, ist ein Hitzeschutzschild weiter unten. Also ich habe noch nicht hundertprozentig verstanden, wieso die Triebwerke, so wie sie sind, mit Überschallgeschwindigkeit entgegen der Flugrichtung, das alles so gut aushalten. Ich schätze, es liegt daran, dass die Atmosphäre einfach bloß davor gestaut wird und die Triebwerke einfach nicht direkt mit der Schockwelle von der Luft in Berührung kommen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Was mit der Schockwelle auf jeden Fall in Berührung kommt, sind halt die direkten Seiten von der Rakete. Ja, also so, ne? Ringsrum halt so der Schubrahmen auch von dem Octaweb. Und der allerhinterste Teil auch, der hat auch Probleme, deswegen ist der auch besonders temperaturgeschützt. Aber ganz vorne hast du ein wassergekühltes Hitzeschutzschild, um einfach die Temperaturen besser auszuhalten. Also da hat man schon Titan genommen und das Titan hat immer noch nicht ausgereicht. Und dann hat man gesagt, okay, dann müssen wir das halt nochmal mit Wasser kühlen. Ich habe keine Ahnung, wie viel und wie stark das ist oder sonst irgendwas. Er meint halt nur, ja, das wird halt mit Wasser gekühlt. Fand ich interessant. Ja. Also die können doch, also wo sitzt denn das untere Hitzeschutzschild? Die Triebwerke sind doch ganz vorne, oder? Ja, aber ringsrum noch. Du hast ja die Triebwerke und ringsrum hast du ja noch das ganze restliche Gehäuse. Ah ja, okay. Und das dürfte auf jeden Fall mit der Schockwelle in Berührung kommen. Und wenn du mit so einer Schockwelle bei Überschallgeschwindigkeit in Berührung kommst, das wird dann heiß. Das kann durchaus sein. Kann sein, dass die Triebwerke das einfach nur deswegen aushalten, weil sie halt sowieso dafür gebaut sind, hohe Temperaturen auszuhalten. Vielleicht werden sie auch noch ein bisschen gekühlt. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber das mit dem Atmosphäre-Steuern klingt doch gar nicht schlecht. Das mit dem Atmosphäre-Steuern klingt doch gar nicht schlecht. Was er auch noch gesagt hat, man untersucht die zweite Stufe, ob man, also man will in der zweiten Stufe auf jeden Fall Sender integrieren, um mehr Signale beim Wiedereintritt zu bekommen und zu schauen, wann die Stufe auseinanderbricht und auf welche Weise die auseinanderbricht. Und dann mal zu schauen, was so das absolute Minimum ist an Hitzeschutz, um die Oberstufe vielleicht ein Stück weiter in die Atmosphäre reinzubringen, bevor sie kaputt geht, oder vielleicht auch ganz zu landen. Und einfach bloß halt ein Gefühl dafür zu bekommen, was dafür alles notwendig wäre. Und was so das Minimum an Gewicht ist. Was sicherlich auch was mit der Entwicklung von dem Raumschiff, von der Big Falcon Rocket zu tun hat. Muss man abwarten. Ist auf jeden Fall interessant, dass man das machen wird. Das Problem, das man dann immer hat, Funksignale beim Wiedereintritt zu senden, ist nicht so leicht, weil du trittst in die Atmosphäre ein und du hast dann ringsrum um die Oberstufe in dem Fall halt Plasma. Ja, du ionisierst die Luft und dann hast du ringsrum so ein elektrisch leitendes Gas. Und wenn du ein elektrisch leitendes Gas hast, ist das so, als würdest du in einem Faraday-Käfig sitzen. Ja, und kriegst da keine Radiosignale raus. Außer nach hinten halt, weil nach hinten ist so ein Fenster letzten Endes. Ne? Also vorne hast du halt so diese Hülle und dann hinten ist so ein Loch praktisch. Und dann musst du praktisch durch dieses Loch da raussenden und die wollen das mit Satelliten auffangen, die Signale, und dann mal schauen, ob sie das hinkriegen. Also beim Landeanflug haben die im Grunde keinen Funkkontakt zur Rakete? Nee, es bricht immer zwischendurch ab, das war immer ein Problem, auch beim Space Shuttle und sonst irgendwas. Also du hast zwischendurch immer so einen Funkabbruch gehabt. Gab es immer mal verschiedene Möglichkeiten und Versuche, das irgendwie zu überwinden. Ich kann mich an so Zeugs erinnern, wie der Versuch, dass man direkt dieses Plasma manipuliert und dann praktisch das Plasma selbst als Antenne benutzt und so ein Kram. Hat aber noch nicht funktioniert. Ich habe das nicht direkt weiterverfolgt. Das fiel mir jetzt bloß spontan ein. Okay. Ja, aber das ist halt so Zeugs, was SpaceX so macht, ne? Die sagen halt, okay, das Ding fliegt jetzt und das funktioniert und wir können ja mal ein bisschen was dran verändern und mal gucken, ob wir jetzt nicht irgendwie da noch irgendwie noch ein bisschen Erkenntnisgewinn rauskriegen können. Und das siehst du halt bei anderen nicht.
Ne? Also bei anderen Raketen wird sowas ja halt wirklich sehr selten mal getestet. Okay, klar, Ariane 1 Rakete, wie gesagt, hat man auch mal irgendwann mit einem Fallschirm ausgestattet. Aber hat man ja auch nicht viel mehr draus gemacht dann. Ja, im Prinzip, er meint halt, es sind immer so kleine, viele kleine Änderungen, die es gebraucht hat, um die Rakete dahin zu bringen und ja, 16 Jahre Arbeit, ne? Also da steckt schon eine Menge Kleinarbeit drin, um das hinzukriegen. Und er meint halt auch, die hätten vor ein paar Jahren schon aufhören können, das Ding einfach weiterzuentwickeln und einfach sagen, ja, hey, wir sind billiger als alle anderen, machen wir mal weiter so. Wozu noch weiterentwickeln? Aber haben es halt weitergetrieben. Tja. So, und wie das endet, wenn man sowas nicht macht, darüber reden wir nachher. Okay, dann würde ich jetzt gerne zum Helikopter kommen, nämlich zum Mars 2020 Helikopter. Das hat die NASA jetzt auch vorletzte Woche angekündigt. Ja, dass irgendwie an dem gleichen Tag, an dem ich dann auch den Artikel hier über die Falcon 9 geschrieben habe, kam das Ding noch. Und eigentlich wollte ich ja über die ILA schreiben. Und das war dann irgendwie so viel, das ist dann komplett irgendwie, ich weiß nicht, ist dann in ein Loch gefallen. Ich habe den Artikel immer noch nicht geschrieben. Ja, genau. Also die NASA hat angekündigt, dass auf dem Mars 2020 Rover, was ja ein baugleicher Rover zum Curiosity Rover werden soll, also von der Grundausstattung, ich denke, dass sie von der wissenschaftlichen Ausstattung her ein paar Änderungen vornehmen werden, ein paar andere Experimente draufschrauben werden. Ja, Wahns. Oh, ich hatte es gelesen. Ja, aber keine Ahnung mehr. Genau, und was jetzt neu ist, ist, dass auch ein Helikopter mitfliegen soll, der an der Unterseite vom Rover montiert wird. Und ja, wenn der Rover dann gemäß dem Fall, dass er sicher auf dem Mars abgesetzt wird, dann seinerseits den Helikopter absetzt, der Landefüßchen und Flügel ausklappt und dann quasi vorausfliegen soll und Aufnahmen von der Umgebung, also Luftaufnahmen von der Umgebung machen soll, um halt den Rover einerseits bei seinem Vormarsch zu unterstützen, andererseits dann die langfristige Idee ist, dass solche Helikopter Stellen erkunden können, wo Rover einfach nicht hinfahren können. Dieser erste Helikopter ist jetzt erstmal nur eine Technologiedemonstration, eine sogenannte High-Risk, High-Reward-Test, also das Risiko ist hoch, dass es schief geht, aber wenn es funktioniert, ist halt auch der Erfolg sehr groß. Und das Problem ist jetzt, warum ein Mars-Helikopter so schwierig zu bewerkstelligen ist, dass der die Mars-Atmosphäre nur 1% der Erdatmosphäre beträgt, also von der ich glaube sogar noch ein bisschen weniger, 600 Millibar oder so. Ja, also 600 Millibar? Nee, das macht nicht Sinn. 6 Millibar. 6 Millibar, genau. Dass man halt sehr viel Energie erzeugen muss oder sehr viel Auftrieb erzeugen muss, um überhaupt abzuheben. Ja, aber das kann man testen, ne? Dafür gibt es Vakuum. Genau, haben sie auch schon gemacht, oder? Ja, guck dir mal das Video an dazu. Habe ich schon. Aber ich will, dass du jetzt was dazu erzählst. Ja, also viel kann ich dazu nicht sagen, außer halt, die haben es getestet und es gibt davon ein Video, wie das Ding in der Vakuumkammer mal fliegt. Putziges, kleines Ding. Sieht halt aus wie ein CubeSat, aber mit Landebeinen dran und oben halt zum Helikopter und ja, ein paar Solarzellen, um das Ding wieder aufzuladen. Das Ding wird nicht furchtbar lange fliegen. Genau, ich glaube, der erste Flug soll 30 bis 90 Sekunden oder so, ne? Genau, also der erste Flug soll 30 Sekunden dauern und der Helikopter soll dabei 30 Meter weit fliegen. Und wenn der Flug erfolgreich ist, dann sind Flüge bis zu 90 Sekunden geplant. Und genau, um so ein bisschen mal so einen Vergleich zu bekommen für die Atmosphäre. Also der Helikopter, die Atmosphäre ist so dünn, dass man quasi den Helikopter so konstruieren müsste, als könnte er auf der Erde in 3 Kilometer Höhe fliegen. Und der aktuelle wie viel? 30 eher, ne? Bist du sicher? Ja, also 3 Kilometer Höhe, hallo, da bin ich schon gewesen, fast, auch mal ganz, ja. In 3 Kilometern Höhe hast du so 70% Luftdruck noch.
Da bist du nicht bei 6 Millibar, da bist du bei 700. Das werde ich jetzt nochmal kennen. Ach ja, du hast recht. Ah, ich habe einen Kommafehler gemacht. Genau, also nicht drei, nicht, genau, also ungefähr 30 Kilometer Höhe, also in ungefähr in der Höhe, wo jetzt das Spaceship 2 von Virgin Galactic war, wo wir nachher drüber reden werden. Und genau. Der aktuelle Höhenrekord für Helikopter liegt bei 12 Kilometer. Jo. Also das ist ein, deswegen ist das auch nur so ein kleiner CubeSat mit relativ großen Flügeln dann oder Rotorblättern. Und genau, wir sind halt froh, wenn sie überhaupt schon einen Hopser machen können mit dem. Guckt euch das Video an, ist irgendwie putzig. Genau, und das ist ja auch schon länger in Planung, dass man das macht. Auf Golem gab es schon 2015 einen Artikel darüber. Und aber es wird halt jetzt erst bekannt gegeben, dass man das garantiert plant und dafür Gelder bereitstellt und das also fest beim Rover einplant. Ja, interessantes Ding. Ich glaube, wissenschaftlich grenzwertig bis gar nicht wichtig. So rein ingenieurstechnisch halt, ne? Also ich weiß nicht, ob da vielleicht doch noch irgendwie wissenschaftliche Instrumente reinkommen. Wenn, dann muss es sehr, sehr leicht werden. ja. Naja, es ist halt... Kamera wird auf jeden Fall dabei sein. Das ist erstmal eine Technologiedemonstration und wenn es dann bei den darauffolgenden Rovern dabei ist, dann stellt sich halt auch der wissenschaftliche Nutzen ein. Ja. Vor allen Dingen muss das Ding komplett autonom fliegen. Genau, wollte ich gerade sagen. Wegen der Zeitverzögerung. Ja, du hast keine Chance. Also selbst wenn du sagen würdest, was wir immer gesagt hatten, hier Marsflug in Orbit und dann vom Orbit aus steuern, selbst da wäre es schon grenzwertig, je nachdem, wie weit weg du bist. Ja, das wäre vielleicht beim Rover noch möglich, wo du nicht so schnell, so super schnell reagieren musst, aber so ein Helikopter, da musst du halt schon eine Reaktionszeit haben, selbst wenn du auf der Erde direkt fliegst. So ein paar hundert Millisekunden Lag dazwischen, das ist dann schon böse. Also das willst du nicht haben. Nee, das Ding muss schon komplett autonom dann seinen Flug machen. Ja, interessantes kleines Ding. Wie gesagt, eher interessant für die Ingenieure. Aber muss auch mal sein, darf auch mal. Solange wie man nicht behauptet, es wäre jetzt irgendwie ein großes Forschungsgerät, habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Das tun sie auch nicht, oder? Nö. Gut, das soll es auch zu dem gewesen sein. Also du hast jetzt noch was dazu? Habe ich dazu noch was? Ich denke nicht. Also es gab halt nochmal, was man halt machen kann, man kann auf dem Mars auch mit einem Ballon fliegen, sicherlich. Das war auch öfters mal diskutiert worden, hat man auch noch nicht gemacht. Gab diverse Pläne immer mal irgendwie auf dem Mars zu fliegen. Genau, es gibt ja jetzt noch hier dieses Dragonfly, was jetzt nicht direkt auf dem Mars passieren soll, sondern auf Mars-Mond? Oder verwechsel ich das mit einem anderen Mond? Dann sicherlich Titan, ne? NASA, Dragonfly, oder war das Titan? Ah ja, das war Titan, du hast recht. Ja, genau. Dual Quadcopter. Genau, das ist aber noch nicht geplant, das ist ja erst in der Auswahlphase. Ja, darf man dann sehen. wobei mir gerade einfällt, wir haben seit Ewigkeiten nicht mehr über SLS gesprochen, ne? Ja, gibt's auch nicht viel zu sagen, oder? Nee, so direkt habe ich nicht. Ist halt bloß, ja, es werden halt mal wieder irgendwelche Missionen geplant. Und ich hatte irgendwo dann mal so diese, weil wir jetzt über Titan gesprochen haben und es gibt ja diese Pläne für einen Europalander und so weiter. Und da hieß es dann, ja, mit SLS kann man das starten und dann braucht man nicht, dann kann man direkt hinfliegen und muss nicht 5 Jahre fliegen, sondern braucht nur 2,5 Jahre im Vergleich zu einer anderen Rakete. Das Dumme ist nur, wenn du jetzt eine andere Rakete nimmst, die wäre schneller da. Weil SLS braucht mindestens 2 Jahre mehr, bis das Ding irgendwann mal fertig ist. Ja, das auf jeden Fall. Also ja, SLS, reden wir nicht weiter drüber. Irgendwie Raumfahrt, also in der Raumfahrt gilt wirklich dieses Motto, wenn er irgendwann mal damit zurechtkommt, den Spatz in der Hand zu haben und zufrieden zu sein, anstatt die Taube auf dem Dach zu jagen, da würde sich sehr viel sehr, sehr schnell tun. Meinst du lieber die Falcon 9 in der Hand als das SLS auf dem Dach?
Naja, zumindest besser als die lange Marsch 4 auf dem Dach. Naja, die ist dann da wahrscheinlich im Dach. Ja. Ja, aber naja. Gut, nachdem wir jetzt unseren Sendungstitel gefunden haben, möchte ich so ein Thema von dir überkommen. Man hört da so viel von der Industrie 4.0, aber jetzt haben wir das Raum, das Plasmatriebwerk 4.0, The Phase 4 RF Thruster. Das ist was, was du ganz kurz vor der Sendung gefunden hast und uns jetzt darüber erzählen möchtest. Ja, ich weiß nicht, wo hatte ich das gesehen? Irgendwo Space News oder irgend sowas hieß es halt, ja, die wurden für irgendwas ausgewählt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wofür. Kleines Plasmatriebwerk, das sogar für CubeSats irgendwie kompatibel ist. Sehr einfaches Ding, hat letzten Endes eine Antenne, die Radio Frequency Signals, also irgendwie so Mikrowelle oder was in der Richtung, aussendet. Und damit Gas ionisiert, hat einen Permanentmagneten. Der Permanentmagnet macht eine magnetische Düse. Und da kommt dann heißes Gas raus. Fertig. Und ja, zurzeit ist es noch relativ bescheiden von der Leistung her. Durchaus in Größenordnungen, die man halt auch mit chemischen Triebwerken erreichen könnte. So Kerosin, Wasserstoff oder sowas. Das Problem ist nur, die Dinger sind ziemlich groß, relativ komplexe Technik und das Ding ist ziemlich einfach und klein. Braucht dann so 50 bis 100 Watt oder was in der Richtung, das was wir bis jetzt getestet haben. Fand ich ziemlich interessant. Also die werden das mit Sicherheit auch noch irgendwie hochskalieren, größer bauen. Oder kleiner bauen und einfach bloß sehr viele davon benutzen. Ist jedenfalls sehr schönes Konzept. Immer schön zu sehen, dass man bei den elektrischen Antrieben immer noch mal weitermacht. Und die sind halt noch mitten in der Entwicklung. Die richtig hohen, also normalerweise, wenn du ein elektrisches Triebwerk hast, hast du ja eine sehr hohe Effizienz, hohe Austrittsgeschwindigkeiten. Und die haben sie noch nicht erreicht. Sagen aber, ja, wir gehen davon aus, dass das weiter so schön linear skaliert wie bisher und dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Ob das so ist, ist halt noch in der Entwicklung, ne? Das müssen sie noch zeigen. Ich fand es halt einfach interessant. Also, weil es halt ein sehr kompaktes, sehr kleines Triebwerk ist, braucht keine Hochspannungsbauteile. Die bis jetzt immer ein Problem waren, weil es halt auch Wärme erzeugt, weil es einfach Gewicht hat. Und ist halt, glaube ich, sehr gut für sehr kleine Satelliten geeignet, mit relativ wenig Schub. Schön, einfach hübsch zu sehen. Hier steht auch, fits the CubeSat Form Factor. Genau. Da muss es ja wirklich sehr klein sein, weil das ist ja, glaube ich, CubeSat ist ja 10 auf 10 Zentimeter. Ja, ja, das sind halt alles so ein paar Zentimeter halt und es ist halt toll, ne? Also dann könnte man... Ja, die haben ja eine Kaffeetasse daneben gestellt, ja, also nicht direkt daneben gestellt, aber so gezeigt. Könnte man also einen 2U-CubeSat bauen, wo ein U dann der Plasmaantrieb ist und der andere U die Nutzlast? Ja, man kann halt in CubeSats auch so, wenn du 6 oder 3 U hast, kannst dann halt ein richtiges, echtes Triebwerk da einbauen. Und ist das nicht auch, das Problem ist ja, du darfst ja keine volatilen Treibstoffe in so ein CubeSat packen, weil das ja von der, das nicht ja, so Regeln, Schmägeln. Ja, aber. Regeln sind halt. Ja, aber jetzt überleg doch mal, wenn du so ein Plasmatriebwerk hast, das hat ja keine volatilen. Das ist ja Xenon oder was auch immer für ein Gas. Ja, es ist halt unter hohem Druck, ne? Ja, aber es ist halt kein Wasserstoff. Ja. Es ist halt Edelgas. Aber es ist halt unter hohem Druck und im Prinzip, wenn da irgendwie was schief geht, kann dann halt auch schnell mal sehr was kaputt gehen an der Rakete. Und ich glaube, das ist immer das große Problem bei diesen CubeSat-Dingens, bei den Regeln für die CubeSats. Was du alles einhalten musst. Ja, und aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht so ein Plasmatriebwerk weniger problematisch ist als ein chemisches Triebwerk. Weniger als ein chemisches, fast auf jeden Fall, ja, klar. Also ist interessant.
Aber ansonsten halt move fast and break things und so. Vielleicht möglichst wenig kaputt machen, das wäre hilfreich, um irgendwie das Vertrauen hier zu gewinnen. Ja, nee, aber toll, ne? Also, finde ich zumindest. Ist ein schönes, nettes Konzept. Ich hoffe, dass das funktioniert. Die sehen ziemlich seriös aus. Aber wie gesagt, ich bin dann trotz allem immer noch vorsichtig, weil bloß weil sie seriös aussehen, heißt das noch nicht, dass sie es unbedingt sind. Aber ich denke, dass das könnte was werden. Also wir haben ja auch ein sehr schönes Factsheet. System Dry Mass 1,5 Kilogramm und dann nochmal 500 Gramm Xenon Propellant dazu. Und bei Volume haben sie geschrieben 1U plus Tuna Can, also 1U plus Thunfischdose, was halt dann die Nozzle ist. 1,5 Kilo, naja, dann hast du so 2U, für 2U ist es sehr knapp, weil das Ding darf dann plus 2 Kilo wiegen und dann hast du ziemlich wenig Spielraum. Ja, ich glaube, es werden auch kaum 2U gemacht, das ist entweder 1U oder dann gleich 3 und dann 6. Oh, ich habe schon 1,5 und alles Mögliche gesehen. Ja, aber so, was man so im Großteil hört, also eher so 3U-Satelliten. Und wenn du so ein 3U... 3-6, ja. Ja, vielleicht 6, also ich denke mal so ein 6U-Satelliten. 12 habe ich auch schon gehört. ja, aber wenn man das so macht, vielleicht auch noch einen größeren Tank reinbaut. Ja, die kann man ja clustern. Die sind ja, dann hat man ja durchaus einen Satelliten. Naja, wenn du einfach einen größeren Tank hast, dann hast du weniger zusätzliches Gewicht. Weißt du, also dann hast du halt, weil du hast halt einmal das Gewicht für das Triebwerk an sich und alles, was da an Elektrik und so weiter dran ist. Und ja, wenn du dann einfach bloß einen größeren Tank hast, dann hast du relativ wenig zusätzliches Gewicht und hast halt trotzdem größeren Spielraum, was den Antrieb angeht. Ja, aber es geht ja auch um Serienfertigung und Modularität und solche Sachen. Ja, ich denke jetzt von Sicht des Satelliten aus, also wenn man einfach mit dem Satelliten irgendwie größere Manöver fliegen möchte. Ja, man muss. Ich habe ja immer noch so den, ich hätte halt gerne so einen kleinen CubeSat, den du einfach bloß irgendwie in Erdorbit bringst und dann fliegt der halt mal zum Mars oder so. Das wäre halt immer noch toll. Ja, wir haben ja jetzt ja CubeSats, die zum Mars fliegen. Ja, aber halt, weil sie mit einer Rakete mitfliegen, die halt schon die dahin gebracht hat in die Richtung. Ne? Übrigens auch zum Mond. Ne? Die Chinesen haben ja, stimmt, das hätte man als Thema noch mit aufnehmen können. Hey, die Chinesen haben ja den Relais-Satelliten für die Chang'e-4-Mission gestartet. Ja, stimmt. Das hast du jetzt auch nicht gerade auf dem Schirm, oder? Das hatte ich jetzt nicht direkt auf dem Schirm, aber das fiel mir jetzt gerade ein, weil da waren noch zwei kleine Satelliten dabei und einer davon hat sich nicht mehr gemeldet. Genau, das ist der ich schick's dir gerade mal, dann sprichst du es lieber aus, sonst verhunzt sich das wieder. Warte, ich schick dir gerade meine DM. Ich habe sie gerade gegoogelt. Ja, setz mal eine Edit-Marke. Habe ich schon. Ja, Ketchau. Genau, known initially as Chang'e 4 Relay. Nee, warte, verdammt, QU? Habe ich schon mal ein QU irgendwo gesehen? Ist schwierig. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie man dieses QU auf Chinesisch richtig ausspricht. egal, hat einen Namen. Ist der Relais-Satellit halt für Chang'e 4. Genau, die Chang'e 3 ist ja noch, ja, Chang'e 3 ist ja noch auf dem Mond, war ja der Lander mit U2 und so, mit dem kleinen Rover, der dann recht bald nicht mehr gefahren ist, aber Chang'e 3, der Lander, der funktioniert noch, der kommuniziert auch noch mit der Erde und hat noch ein funktionierendes Instrument, nämlich ein UV-Teleskop und das läuft halt noch, das liefert noch Daten. So, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Warte, wir CubeSats. Waren bei SLS, wir waren bei CubeSats, genau. Und Chang'e Relay Satellite hatte anscheinend auch CubeSats. Ja, genau. Ich hätte es halt gerne, dass man so einen CubeSat dann irgendwie auch völlig unabhängig von irgendwas anderem dahin irgendwo hinbringen kann. Vielleicht kommt das mal noch. Wer weiß. Ja, aber wo wir bei Chinesen sind. Ja, wo wir bei Chinesen sind.
wo wir bei Chinesen sind. Die Chinesen haben sind zu den Vereinten Nationen gegangen. Da gibt es ein Büro für den Weltraum in Wien und haben dort gesagt, ja Leute, haut mal folgende Meldung raus. Wir hätten gerne Bewerbungen für Experimente auf unserer Raumstation. Und zwar international. Wenn jemand irgendwie so ein Instrumentenrack in der Raumstation gerne haben möchte und da Experimente durchführen möchte mit seinem eigenen Rack, das dann mitgestartet wird, dann bitte bewerbt euch. Genauso gibt eine Reihe von Instrumenten, die du dort haben, die sowieso mitfliegen sollen. Wenn da jemand Vorschläge hat für Experimente, die man dort durchführen könnte, dann bewerbt euch. Und soweit ich weiß, ist das alles so im Formfaktor genauso wie auf der ISS. Das Gleiche gilt auch für außen angebrachte Nutzlasten, also diverse Experimente, die man dann frei im Vakuum haben kann, soll es auch geben. Wer da seinen eigenen Instrumententräger irgendwie entwickeln will und mitstarten lassen will, muss sich dann halt mit denen in Verbindung setzen. Die Deadline ist ziemlich knapp, ich glaube irgendwie Ende August, wenn ich mich nicht irre. Da endet dann so das Bewerbungsverfahren, dann wird noch ausgewählt und bla bla. Kann man sich mal angucken. Also es gibt da auch ein Formular gleich zum Ausfüllen, also wenn jemand hier unbedingt will. Das geht. Es ist schwierig. Also so richtig viele Details geben die dann nicht preis. Die sagen halt bloß so irgendwie, ja, internationaler Standard. Und dann muss man irgendwie hoffen, dass damit gemeint ist, ja, das Gleiche, was auf der ISS benutzt wird. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn man sich direkt mit denen in Verbindung setzt, kann man da und irgendwie seriöse Intentionen hat, kann man da sicherlich noch mehr rausholen. Weil die Chinesen, ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, haben ja durchaus Ambitionen, die eigene Raumstation international zu öffnen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie ja an der internationalen Raumstation nicht teilhaben dürfen. Ja, ich finde, das sollte man nochmal wiederholen, weil vielleicht Leute immer noch nicht wissen. Die Chinesen haben explizit gefragt, ob sie Teil der ISS werden dürfen und die Amerikaner vor allem haben sich dagegen gesperrt. Ja, es gibt ein Gesetz, könnte nachlesen übrigens in meinem Artikel dann. Gibt es ein Gesetz und da hat dann unter Barack Obama wurde das beschlossen und da hieß es dann, okay, die NASA darf kein Geld aufwenden für jede Form von bilateraler Zusammenarbeit mit China oder chinesischen Unternehmen, sei es zur Entwicklung, Planung, Verbreitung, Implementierung oder Ausführung bilateraler Politik, bilaterale Programme, Verträge, Bestellungen, Kollaborationen oder Koordination. Es sei denn, es ist absolut sichergestellt, dass keinerlei Form von Technologietransfer da stattfinden kann. Ja. Also mit anderen Worten, bitte bleibt draußen und kommt nicht mit amerikanischer Technik in Berührung. Ja, also auf die Art und Weise macht man es halt praktisch unmöglich, dass irgendwelche Chinesen zur ISS fliegen können, weil mindestens müsste man dann ja sowas machen, wie die Protokolle offenlegen, mit denen man das Docking-Manöver durchführt oder irgend sowas. Oder wie die Docking-Schleusen funktionieren oder ja, halt, ne? Und dann heißt es halt sofort, ja, das ist ja Technologietransfer. Das müssen die gefälligst alles selber entwickeln. ITA. Ja, so ungefähr. Also das ist total bescheuert und ich meine, hallo, wie war das damals im Kalten Krieg? So Apollo-Soyuz-Programm, ne? Ja, aber das war ja dann auch mehr so symbolisch als tatsächlich produktiv. Ja, aber da hat man ja trotzdem den Technologietransfer gehabt. Zur Sowjetunion, dem Erzfeind. Hallo. Aber die Frage ist, in welche Richtung da der Technologietransfer stattgefunden hat. Ach so, du meinst, die Sowjets haben den Amerikanern auf die Sprünge geholfen. Ja, sag mal so, also wenn man sich hier Flüssigkeitsdynamik anschaut, die fließt immer vom größeren Druck zum kleineren Druck. Jo.
Okay, kann man argumentieren, aber ich sag mal, es ist einfach ein Skandal, dass sich in diesen nicht zur internationalen Raumstation ja, können. Also ich finde das ja eine schöne Ironie der Geschichte, dass die Amerikaner die ganze Zeit Angst haben, dass die Chinesen sich die Weltraumtechnologie von ihnen abschauen und jetzt können die Amerikaner darauf hoffen, dass die Chinesen sie mitspielen lassen. Weil was ist so Raketen bauen, Weltraumteleskope bauen, eine Raumstation betreiben, da machen das größte Radioteleskop der Welt bauen. Genau, ja generell einfach 500 Meter größer als Arecibo. Man redet nicht so gerne darüber, dass die Chinesen jetzt eins haben. Wieder, genau und kommt vielleicht irgendwann, ich hoffe, die machen irgendwann auch hier einen auf Radarbeobachtungen von Asteroiden oder so, sodass man dann mal diesen 1:1 Vergleich hat, sieht hier, wir haben das Größere. Ja, also ich finde, das geht den Amerikanern nur recht, dass sie jetzt so ein bisschen vor sich hin krebseln, während die Chinesen wahrscheinlich die nächste ISS bauen werden. Ja, ich wünsche mir bloß, die wären irgendwie etwas freigebiger, was Informationen angeht. Ja, es sind halt immer noch Chinesen. Ja, aber weißt du, wenn du dann irgendwie ein Guardian-Interview von 2011 auskramen musst, wo dann mal erwähnt wird, wie groß ungefähr die Module sein können, man weiß noch nicht mal, wie aktuell die Zahlen jetzt noch sind. Ja, es ist nervig. Muss das sein? Also ich meine, das ist vor allem ist es völlig sinnlos. Ne? Da kann man doch einfach mal sagen, ja, okay, das Ding ist jetzt 18,1 Meter lang, hat 4,2 Meter Durchmesser. Ich meine, dass die ganze Raumstation zusammen 66 Tonnen wiegt, das schreibt er doch auch. Warum dann nicht die Größenangaben und so? Ich verstehe das nicht ganz. Also so ein bisschen mehr technische Daten, einfach bloß, dass man bessere Vorstellungen hat. Ich glaube, da müssen die Chinesen an der PR noch ein bisschen arbeiten, dass man da einfach auch mehr hat, mit dem man arbeiten kann, über das man reden kann und mit dem man sich eine Vorstellung davon machen kann. Und ich meine, klar, das ist nicht unbedingt auf dem gleichen Niveau, was die Russen und was die Amerikaner machen. Haben halt noch viel nachzuholen und müssen da auch noch viel lernen, aber es ist halt völlig normal. Und ja, wäre halt toll, wenn da irgendwie größere Freiheiten wären. Naja, jedenfalls habe ich mich etwas mehr mit der Raumstation auseinandergesetzt. Die wird im Wesentlichen aus drei Teilen bestehen. Zentralmodul nennt sich Tianhe und dann rechts und links noch zwei andere Module. Nennen sich irgendwie so Labormodule oder Experimentalmodule, je nachdem. Das ist einmal Wentian und wie hieß das andere? Mengtian. Was heißt das? Oh, frag mich nicht. Gut, ich habe nichts gesagt. Nee, ist okay. Ich habe es bloß nicht nochmal nachgeschaut, was es war. Wie gesagt, haben halt alles so ihre eigenen Namen. Und ein Modul kommt dazu, das wird ein freifliegendes Modul sein. Ist jetzt ein bisschen merkwürdig, okay, freifliegendes Modul gehört aber zu einer Raumstation, ist eigentlich einfach bloß ein Weltraumteleskop. Und man kann sich da sowas durchaus vorstellen wie Hubble, auch so von der Größenordnung her, aber einfach mit besserer Technik, weil nicht von 1990 oder 1980er Jahre oder so. Ich meine, Hubble wurde ja in 80er Jahren gebaut, so diverse Verzögerungen, dann irgendwann mit dem Space Shuttle gestartet, dann hat man mitgekriegt, oh, Optik ist scheiße, müssen wir irgendwie noch korrigieren und bla. Also, ich will nicht sagen fliegender Schrotthaufen, aber ich meine, wahrscheinlich ist auch kein Duct Tape dabei, aber es ist halt jetzt nicht so das brandaktuellste Modell eines Weltraumteleskops, würde ich mal so sagen. Ne? Und ja, also letzten Endes wollen die ein Weltraumteleskop bauen oder haben es schon gebaut und wollen das irgendwann so um 2022, 2023 rum starten. Das in der gleichen Größenordnung ist wie Hubble, aber ein Gesichtsfeld hat, das die 300-fache Fläche hat. So mal eben. 300-fache Fläche. Was heißt Gesichtsfeld? Wie der Ausschnitt, den du sehen kannst vom Himmel. Also so wie eine Kamera, bei der du ranzoomen kannst oder so, ne? Mhm. Okay, also es also die gleiche Auflösung von Hubble, aber einfach mehr auf einmal. Genau, einfach mehr als
einfach mir auf einmal, ja. Und das entspricht letzten Endes so dem 17-fachen Durchmesser des Gesichtsfeldes, was du siehst. Das ist schon ordentlich. So nebenbei haben die auch noch fallen lassen, ja, eignet sich auch zur Erdbeobachtung. 2-Meter-Teleskop zur Erdbeobachtung. Das nennt man anderswo einen Spionagesatelliten. Naja, ich meine, Hubble ist ja auch ein Spionagesatellit gewesen irgendwann mal. Genau, also nicht unbedingt direkt, aber ich sag mal, der Spiegel ist deswegen 2,4 Meter groß gewesen, weil die halt so ein Ding rumliegen hatten. Ist auch offiziell, also guckt mal in den Artikel rein, ich habe das Ding auch irgendwo verlinkt, also das ist halt durchaus Technik von Spionagesatelliten, die dort verbaut wurde. Und letzten Endes machen die Chinesen da wohl nichts anderes. Aber man kann mit Hubble jetzt nicht die Erde beobachten, das haben sie ja schon versucht und dann kam dann nur... Ja, ist nicht darauf ausgelegt. Genau. Aber ist nicht darauf ausgelegt. Chinesen haben gesagt, ja, warum nicht? Ja. Ja, ich glaube, die hatten mit Hubble sogar ein Problem, irgendwie den Mond aufzunehmen. Die haben das auch mal gemacht, aber die hatten da irgendwie diverse Probleme, weil das Ding einfach viel zu hell war. Was für eine Größenordnung ist das von der Raumstation? Ich habe so ein bisschen geschätzt natürlich, weil direkte Größenordnungen von Volumen und so weiter haben sie nicht gehabt. Deswegen habe ich mich so jetzt ein bisschen aufgeregt, dass die keine ordentlichen Angaben haben. Es wird wohl vom Innenvolumen her ähnlich groß sein wie die Raumstation Mir, als er damals gestartet wurde. Wurde mit ja bessere so, Lüftung. Ja, wahrscheinlich. Die Mir wurde ja so um 1990 rum aufgebaut, so 89. Erstmal aus 5 Modulen oder so, wurde dann später nochmal erweitert. Ich glaube 4 Module und wurde dann später nochmal erweitert. Und in dieser ersten Form war die ungefähr genauso groß wie das, was dann, was die Chinesen aufbauen wollen. Eventuell wollen die auch noch erweitern mit noch mehr Modulen, die ist auf jeden Fall dafür ausgelegt. Und ja, also es ist schon ist eine ordentliche Raumstation einfach, ne? Ja, und achso, warum jetzt freifliegendes Modul? Warum sagt man nicht hier Weltraumteleskop? Naja, das Weltraumteleskop soll letztendlich im gleichen Orbit fliegen wie die Raumstation. Und das heißt, also entfernt von der Raumstation, aber im gleichen Orbit. Und das heißt, dass man relativ leicht und mit wenig Treibstoffaufwand das Weltraumteleskop einfach zu der Raumstation fliegen kann. Und dort dann irgendwie reparieren kann oder Teile austauschen, verbessern, sonst was. So ganz im Gegenteil von dem, was mit Hubble los ist, wo man ja immer eine eigene Mission hinstarten musste, um da irgendwas dran zu machen. Also die haben sich da echt was bei gedacht. Sehr pragmatisch, finde ich toll. Finde ich halt einfach toll. Ja, sparen sich im Grunde das Space Shuttle. Bei der Wartung ist, also das ist. Und die haben halt vor allen Dingen Zeit. Die haben vor allen Dingen Zeit dafür, ne? Irgendwas schiefgegangen, naja, gut, dann lassen wir es halt noch ein bisschen, dann lassen wir das hier noch ein bisschen rumhängen und machen wir später, weil du musst nicht innerhalb von irgendwie einer Woche wieder zurück oder so. Ja. Apropos Zeit, was ist denn die Timeline an dem ganzen Projekt? Die Timeline verschiebt sich immer so ein bisschen nach hinten. Ja, ist ja überall so. Wir sind selten nach vorn, meistens nach hinten, ja. Ich glaube, Tianhe, also dieses Zentralmodul, das wurde schon, Tianhe heißt irgendwie so wie himmlische Harmonie. Bei dem weiß ich es zufällig. Schönes Wort fürs Zentralmodul, also wo dann alle dranhängen. Ja, meine Harmony ist ja auch das Zentralmodul von der ISS, glaube ich, ne? Kann sein. Und wie gesagt, irgendwie, ich glaube, schon 2016 fertiggestellt gewesen sein. Das Problem war, die hatten keine Rakete, mit der man das starten kann, weil wiegt irgendwie so reichlich 20 Tonnen. Und die einzige Rakete, mit denen die Chinesen das starten können, wenn sie nicht aufs Ausland ausweichen wollen, ist die Lange Marsch 5. Und die Lange Marsch 5, die ist ja vor kurzem erstmal ins Meer marschiert. Weil die hatten ja ein Problem mit einer Turbopumpe von den Triebwerken in der Kernstufe.
Und ja, das muss dann halt erstmal repariert werden. Nächster Flug steht irgendwann dieses Jahr an von der Rakete und man setzt da natürlich nicht gleich eine äußerst wertvolle Nutzlast oben drauf, sondern erstmal irgendeinen Testsatelliten. Von daher verzögert sich das alles etwas und wir reden so von Größenordnung 2020 erster Flug und dann bis 2022 wollen sie es dann komplett aufgebaut haben. Ja, das Zentralmodul ist halt praktisch das, wo die ganze Steuerung drin ist. Da sind die diverse Andockknoten für Frachter, für Raumschiffe und sowas halt. Dann das erste Experimentalmodul, da sind dann ein paar Experimente drin, aber im Wesentlichen ist das so das Wohnmodul. Da sind dann auch für den Notfall noch eine Luftschleuse drin, da sind auch irgendwie ein paar Instrumente drin, um die Stationen zu kontrollieren. Nicht ganz so toll wie im Zentralmodul, aber immerhin. Und das zweite Labormodul, das ist dann wirklich reines Labormodul. Hast dann auch so an der Station hast dann auch so Robotermodule, so Robotergreifarme und ja, halt was man halt so bei einer Raumstation hat, ne? Ja, also alles mit allem drum und dran. Ja, halt etwas kleiner, also deutlich kleiner. Auch die Stromversorgung ist deutlich kleiner. Also die ISS hat ja, glaube ich, sowas wie 200 Kilowatt oder sowas, was ziemlich viel ist. Und die hat so 27 Kilowatt. Nee, aber die ISS wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut. Nee, überhaupt nicht. Das hat auch eine Weile gebraucht. Ja, aber ich glaube, so riesengroß wird diese Raumstation wohl auch nicht werden. Die sagen, ja, Lebensdauer so irgendwas um die 10 Jahre, wenn es geht mehr. Ja, doch gut. Ja, Orbit irgendwo so 350 bis 450 Kilometer, also ja, niedriger Orbit, so ähnlich wie die ISS letzten Endes. Nur mit einer niedrigeren Inklination, soll heißen, anders als die ISS werden wir das Ding wohl hier nicht so leicht nicht zu sehen bekommen. Fliegt etwas südlich an uns vorbei. Also ich schätze so, wenn du in Süddeutschland bist, also du hättest Chancen, ich nicht. Aber noch fliegt sie ja überhaupt nicht. Genau, noch fliegt sie überhaupt nicht. Ja, muss man abwarten. Also mit Sicherheit, wenn das Ding einmal da ist, ist das ein großer Wurf. Kein übermäßig großer Wurf, aber es ist schon mal was. Ja, zweite Raumstation um die Erde ist doch mal was. Mm. Was soll man sagen? Ja, wenn die 2022 fertig ist, dann wird sie ja quasi genauso in die Zwischenzeit zwischen ISS Ende und Deep Space Gateway Beginn fallen, hoffentlich. Ja, je nachdem, wie das dann läuft, ne? Also ich hoffe, dass sie bis 2032 entweder gesagt haben, nee, wir bauen das nicht, oder schon was da haben. Hm. Also vom Deep Space Gateway. Was es bis dahin ja auch nicht geben wird, ist W-First oder W-First oder wie auch immer. Genau, das Weltraumteleskop, wo ich gesagt habe, sie haben das Budget gestrichen, aber dann doch nicht. Ja, genau das. James Webb, das glaube ich nicht, dass die das bis 2022 schaffen. SLS? SLS? Naja, gut, SLS ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird noch mal irgendwann eine Nachfolger, so eine richtig große, überschwere Rakete aus China geben, aber das ist noch nicht die Lange Marsch 5. Ist Lange Marsch 8, oder? Nee, 8 auch nicht. 8 wird irgendwie so eine fortgeschrittene Variante. Nee, es war irgendwie so eine mittelgroße bis kleine Rakete. Irgend sowas. Ich glaube, irgendwie Ersatz für Lange Marsch 4 oder so. Kein zu großes Ding. Das ist dann irgendwie die 9 oder so. 9 oder 10. Die 11 gibt es schon, das ist eine kleine. Die Benennung der Namen, also die Versionsreihenfolge bei den langen Marschraketen, die kannst du voll knicken. Das ist komplett verwirrend. Ja, und also es, und du weißt halt nicht, wie lange hält Hubble noch durch. Es besteht echt die Chance, dass irgendwie das beste Weltraumteleskop dann plötzlich ein chinesisches ist. Ja, also wir können ja nur froh sein, dass die ESA sich so gut gestellt hat mit der chinesischen Raumfahrtagentur. Da gab es ja schon gemeinsame Trainingsprogramme zwischen chinesischen und ESA-Astronauten und ich glaube, da können wir ganz froh sein, dass wir hier in Europa sitzen und nicht bei den Amerikanern, wo wahrscheinlich die Kooperation wesentlich diplomatischer schwieriger wird.
Ja. Ich meine, wir haben halt in Europa wirklich mit dem ganzen Rest der Welt irgendwo Beziehungen. Wir haben ja auch noch Beziehungen, gute, relativ gute, so für allgemeine Verhältnisse in der Raumfahrt. Ja, auch ja, und gerade Deutschland, Endes. Also die ESA im Allgemeinen und die, das DLR im Speziellen, ich glaube, die sind sowohl auf guten Fuß mit der NASA als auch mit der, wie nennt sich die chinesische Raumfahrtagentur? Da gibt's diverse. Also die chinesische Raumfahrt ist ein Buchstabensalat. Genau, also ich glaube, da können wir ganz gut froh sein, dass wir hier in Deutschland sitzen mit unseren Raumfahrtbeziehungen. Da sehe ich keine Gefahr in irgendwelche Richtung. Ja, irgendwie haben wir es hier in Europa hingekriegt, mit der ganzen Welt irgendwie relativ gute Beziehungen zu unterhalten. Was durchaus eine Leistung ist, muss man auch mal sagen. Und man darf auch nicht vergessen, dass die deutsche Raumfahrt mal mit Russland angefangen hat. Ja, über die DDR letzten Endes, ne? Ja, aber ist ja auch deutsch. Willst du behaupten, das ist keine deutsche Raumfahrt? Ja, es sei denn, man nimmt noch hier Aggregat 4, V2 und so. Und das ist ja, also ich habe jetzt meine, hier von... Ich meine, dass die Raketen von Deutschen gebaut wurden nicht in Deutschland gebaut, aber von Deutschen. Ich rede jetzt hier von PRV. PRV und ja. LEO. Ja. Ja, klar, da war natürlich der erste Deutsche ein Ostdeutscher. Genau. Jo. Sigmund Jähn, der lebt ja auch noch. Das ist, darf man nicht vergessen, der ist, lebt noch und sitzt in seinem Örtchen Morgenröther Rautenkranz. Ja, apropos lebt noch. Genau, also, wollte ich gerade hinkommen. Es gibt Leute, die nicht mehr leben. Die durchaus zahlreich sind, aber ich möchte über eine ganz spezielle nicht mehr lebende Person reden, nämlich Alan Bean. War der vierte Mensch auf dem Mond. Nicht Mr. Bean übrigens. Also er war auch Mr. Bean wahrscheinlich bei manchen Leuten. War auch Mr. Bean, aber nicht der. Nicht der, also es war genau keine Kunstfigur von Rowan Atkinson, sondern der vierte Mensch auf dem Mond, Besatzungsmitglied von Apollo 12 und der Skylab 3 Mission, also der zweiten bemannten Mission zum Skylab. Das waren die Leute, die noch joggen gehen konnten. Genau, das waren noch die Leute, die noch, das waren noch Zeiten. Und duschen. Genau. Und, ja. Ja, war das letzte noch lebende Crewmitglied von Apollo 12. Ich weiß gar nicht, der andere Mensch, der mit ihm auf dem Mond gelandet ist, war Pete Conrad. Aber wer blieb denn im Orbiter? Das war... Ach, nicht Pete Conrad, Charles Conrad. Also Charles Conrad, Richard Gordon und Alan Bean, und Richard Gordon blieb dann im Orbiter und Charles Conrad und Alan Bean flogen dann auf den Mond. Und Alan Bean war auch der Astronaut, der das unter Weltraum-Nerds bekannte SCE-to-AUX-Manöver ausgeführt hat. Denn es war nämlich so, dass beim Start von Apollo 12, also mitten im Flug, wurde die Rakete von einem Blitz getroffen, was zu einem kurzzeitigen Ausfall der elektrischen Versorgung der Computer geführt hat. Die haben sich dann wieder schnell neu gestartet, das war eigentlich alles kein Problem, aber ein Computer war ein bisschen verwirrt. Und man war jetzt kurz davor, den Apollo 12 Start abzubrechen, also quasi die Crew-Kapsel abzusprengen und einfach Not zu landen. Und ein sehr aufmerksamer Mensch in Mission Control, der tatsächlich alle Computerbefehle des Apollo-Computers auswendig gelernt hatte, in einer Leistung, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Man kann sie sich deshalb nicht mehr vorstellen, weil damals auch die Computer noch deutlich einfacher waren. Genau, aber es war trotzdem... Es war eine große Leistung, genau. Aber es war noch eine mögliche Leistung. Genau, er kannte auf jeden Fall Computerbefehle, die niemand anderes in Mission Control kannte, und die waren schon alle sehr gut ausgebildet. Und er sagte dann, man muss, muss SCE to AUX, also irgendein Computerrelais auf Hilfsenergie umschalten. Und das sagte er dann so, und dann wurde er erst so nachgefragt von den Astronauten, bitte was? Und Alan Bean war dann so geistesgegenwärtig, dass er sofort wusste, was von Mission Control verlangt wurde. Er schaltete SCE to AUX und der Computer hat sich wieder beruhigt und sie konnten weiterfliegen. Und somit war Apollo 12 quasi vorm Abbruch gerettet.
Ja, und anschließend bekannt als der schnellste Blitzableiter der Welt. Genau, der schnellste Blitzableiter der Welt. Und der, der Mitarbeiter, der das dann durchgeführt hat, ich muss das kurz nachschauen, wie der hieß, der hatte dann am Schluss auch noch einen sehr einen tollen Spitznamen, nämlich das war der Steely-Eyed Missile Man. Ja. Genau, ja, ich erinnere mich. Weil er das so gut wusste, genau. This earned Aaron the last, also der Mann war John Aaron, der lebt auch noch. This earned Aaron the lasting respect of his colleagues who declared that he was a steely-eyed missile man. Und das finde ich einen sehr schönen Spitznamen. Es ist total 60er-Jahre mäßig, ganz toll. Ja, ich habe das auch schon mal irgendwo anders noch gehört. Ja. Was ich auch noch sehr lustig fand, Alan Bean hatte auch vor, die NASA-Wissenschaftler so ein bisschen zu trollen auf dem Mond, denn sie hatten ja eine Hasselblad-Kamera mit und die hatte auch einen Selbsttimer. Und man konnte sozusagen die auf ein Stativ aufbauen und per Selbsttimer selbst auslösen lassen. Und er wollte dann zusammen mit Charles Conrad ein sogenanntes Selfie, wie die Kids heute sagen, machen auf dem Mond. Einerseits, weil das natürlich ein sehr schönes Foto ist, wenn mal zwei Astronauten gemeinsam zu sehen sind. Andererseits hat er sich gedacht, das ist bestimmt super lustig, wenn dann alle Leute verwirrt sind, wer denn der dritte Astronaut ist, der von den anderen zwei Astronauten das Foto gemacht hat. Also der fand das dann auch so mega lustig, die Idee. Aber dummerweise haben sie dann in ihrem Werkzeugkoffer, den sie mit hatten, den Selbstauslöser nicht gefunden und konnten das dann leider nicht machen. Tja, wie es halt so ist. Genau, aber was er dann doch gemacht hat, nachdem er dann in Rente gegangen ist, hat er sich der Malerei zugewandt und war dann auch ein sehr, ich würde mal behaupten, sehr talentierter Maler, der hauptsächlich den Mond gemalt hat oder halt seine Monderfahrung. Und er hat auch immer gesagt, er ist der einzige Künstler, der das richtig kann, weil er der einzige Künstler ist, der weiß, wie es richtig aussieht. Und hatte dann einen sehr interessanten Malstil, dass er den Mond nicht nur in Grautönen gemalt hat, sondern in so bunten Farbkleckern, was dann halt von weiter weg betrachtet doch irgendwie grau aussieht. Aber wenn man näher hingeht, ist es alles sehr bunt. Also es war ein sehr schöner Artstil, den er da hatte. Und er hatte diese Geschichte mit diesem Selfie auch in zwei Bildern verewigt, nämlich The Fabulous Photo We Never Took und dann eine Szene, wo sie nach dem Selbstauslöser heimlich suchen, weil sie das natürlich auch nicht der NASA verraten haben, dass sie das vorhatten. Und das Gemälde trägt den Titel Our Little Secret. Und genau, er hat dann auch teilweise mit Mondstaub gemalt. Also er hatte bemerkt, dass seine Mission Patches, die er in seinem Raumanzug hatte und quasi behalten durfte als Andenken, noch kleine Vorräte an Mondstaub hatten. Also war einfach staubig. Und dann hat er diesen Mondstaub genommen und in seinen Gemälden quasi eingearbeitet. Und er hat, glaube ich, auch einmal einen seiner Stiefel, seiner Moonboots genommen und damit auf der noch nassen Farbe rumgedrückt, damit das auch so quasi diesen bekannten Schuhabdruck dann in der Farbe hatte. Also war dann auch ein sehr kreativer Künstler, was seine Monderfahrung angeht. Ja, genau. Warum auch nicht, ne? Und was ich noch interessant fand, war, dass Alan Bean ist schottischer Abstammung und stammt aus dem Clan der McBeans. Und er hat dann auch ein kleines Stück des Clan-Tartans der McBeans mitgenommen auf den Mond. Alan Bean vom Clan der McBeans. Genau, nicht zu verwechseln. Das ist so richtig Mr. Bean dann. Genau, ja. Es ist nicht zu verwechseln mit den McDucks, die ja auch ihren eigenen Tartan haben. Ja. Aber die haben auch einen Schnabel, den sie nicht halten können. Ja, das stimmt. Genau, und der ist jetzt im Alter von 89 Jahren, glaube ich, er ist 89 geworden, verstorben. Was ja schade ist, es sind jetzt nur noch 4 Apollo-Astronauten am Leben. Und ja, es wird Zeit, dass wir zum Mond zurückkehren, bevor der letzte Apollo-Astronaut, 86 ist er geworden, bevor der letzte Apollo-Astronaut stirbt. Ich bin gerade am gucken, wie lange, das war 1577 ist Francis Drake zur zweiten Umrundung der Erde aufgebrochen. Die erste war in den 1520er Jahren, das war auch so ein 50 Jahre dazwischen. Also wir sind so in der gleichen Größenordnung wie Weltumrundungen. Also von der ersten Weltumrundung bis zur zweiten, da hat es halt auch sehr, sehr lang gebraucht.
Und wer will es den Leuten damals verdenken, weil Magellan ist ja nicht zurückgekommen. Die sind mit fünf Schiffen los und mit einem Schiff angekommen, wo dann noch 18 Leute mit unwesentlicher Anzahl an Zähnen wieder angekommen sind. Die waren dann reich, aber naja. Naja, und es ist ja jetzt, also bei den Apollo-Astronauten sind da zum Glück alle wiedergekommen. Eine Crew ist gar nicht erst abgehoben, aber alle, die in den Weltraum geflogen sind, sind auch wieder zurückgekommen. Ja, das immerhin. Also es ist nicht so schlimm wie damals, als das alles ein absolutes Himmelfahrtskommando war, irgendwie zur See zu fahren. Also das Himmelfahrtskommando zur See war gefährlicher als das tatsächliche Himmelfahrtskommando. Ja, sehr oft irgendwie. Also das ist, ja, schlimme Sachen. Irgendwie bei dem Krieg, beim Unabhängigkeitskrieg von Haiti hatten die Franzosen dann irgendwann eine Armee nach Haiti geschickt, irgendwie so 30.000, und irgendwie 90% von denen sind einfach mal gestorben an Krankheiten und Tropenkrankheiten. Ja, ich hab jetzt ein Uniseminar zu 1812 in Moskau, also du weißt ja sicher, was da war, 1812? Ja, hier Schlacht von Borodino und der ganze Scheiß, also Krieg und Frieden. Ja. Krieg und Frieden halt. Genau, Krieg und Frieden. Napoleon reitet in Moskau ein und ist beleidigt, dass da kein Empfangskomitee auf ihn wartet. Und dann wird auch noch die Stadt in Brand gesetzt. Da gibt es ja auch, also die Grand Armee ist ja mit über 600.000 Leuten losgezogen. Ich habe immer sowas wie 800.000 im Kopf. Nee, waren 650.000. Okay. 650.000, die größte Konzentration an Soldaten, die es in der europäischen Geschichte je gab. Ja, ja, Napoleon hat irgendwann mal damit angegeben, hey, ihr könnt mich nicht besiegen, ich bezahle 30.000 Menschenleben pro Monat oder so. Ja, also genau, aber was ich sagen wollte, 600.000, mehr als 600.000 sind losgezogen, 15.000 sind zurückgekommen. Ja, ja, das ist. Also das war sehr verlustreich, und naja, dann wurde er erst auf Elba verbannt, und dann wollte er es ja nochmal wissen, und dann war ja Waterloo, und dann war endgültig Schluss. Ja, ihr seht, also unsere gelegentlichen Ausflüge in die Geschichte, die bleiben euch erhalten. Ja, nee, ich finde 1812 Moskau, Krieg und Frieden, das kann man sehr schön quasi als, oder das diskutieren wir gerade im Seminar, ob das so ein bisschen die Geburtsstunde der russischen Nation war, also als man dann quasi sich von dieser Frankophilie verabschiedet hat und sich als russische Nation angefangen hat zu sehen. Und es wird auch diskutiert, ob das jetzt der Vaterländische Krieg war oder der Volkskrieg. Das ist ein sehr interessantes Jahr für Russland. Mm. Und ja. Zar Alexander der Erste war ja dann 1815, war ja dann der Wiener Kongress, und 1814 ist er quasi dann sozusagen auf Gegenbesuch, also es war dann das Rückspiel, ist er in Paris eingeritten, und er wurde dann ja als Befreier Europas gefeiert. Und ähnlich so wie Amerika im 20. Jahrhundert war Russland im 19. Jahrhundert der Gendarme Europas. Also nicht Weltpolizei, okay, aber Gendarme Europas. Also haben schon weit gebracht. Das ist wirklich sehr spannend. Jo. Hey, das. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Also so direkt gesagt wurde es nicht, aber es entspricht so dem, was man aus der Zeit so kennt und weiß. Ja. Ja. Wo wir gerade bei Abschweifungen sind, ich finde das sehr lustig. Also Clickhole, das ist so eine Satire-Webseite, hat einen Artikel gepostet: More bad press for Elon. The car Elon Musk launched into orbit has fallen back down to earth and crushed Malala Yousafzai. Und ich kenne den Malala Yousafzai jetzt gerade gar nicht. Das ist die Menschenrechtsaktivistin aus Pakistan, die ja dann den Friedensnobelpreis bekommen hat mit 15 Jahren. Stimmt jetzt, ja. Genau. Ja, ja. Und sie twittert dann Hello from the other side, und Elon Musk antwortet dann, und sie twittert dann I'm keeping the car, by the way. Also sehr lustig.
Ich hatte bloß gesehen, dass Elon Musk das Ganze retweetet hat. Genau. Simon meinte dann auch sowas. Genau, er hat dann kommentiert, find us keepers. Also wer es gefunden hat, darf es behalten. Sehr lustig. Ja. Ja. Ja, der hat schon seinen Humor. Ja. Die Sache mit der Pravda war ja auch so. Nee, Pravda. Also Pravda.com war ja schon vergeben. Ach so, jetzt hat er Pravdu? Genau, also wie D-U-H, okay. Also dieses da, dieser englische Ausspruch. Pravda. Ja, ich mag ja den Humor, aber irgendwie die meisten Leute nehmen den zu ernst. Ja. Ich warte noch auf seine Süßigkeitenfabrik. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das irgendwie durchziehen wird. Na gut, Geld genug hat er ja. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, der hat zu viel Stress und wenn er zu viel Stress hat, dann fängt er an, irgendwie neue Firmen zu gründen. Ich habe ja mal angefangen, seine Biografie zu lesen. So Übersprungshandlung. Ja. Oh, ich müsste mal wieder eine neue Firma gründen. Übrigens, was sehr lustig ist, Elon Musk hat ja sehr viel Angst vor künstlicher Intelligenz und seine Ex-Freundin spielt ja jetzt in Westworld einen Roboter, der den Aufstand probt. Ah, okay. Und was soll ich jetzt noch sagen? Achso, genau, es gibt ja in seiner Biografie wird halt erzählt, wie er seine Woche einteilt. Und das ist tatsächlich so, er reist also damals noch zwischen Tesla, SpaceX und Solar City hin und her. Und am Wochenende werden dann tatsächlich seine Kinder einfach nur eingeflogen. Er sieht die für 24 Stunden und dann werden sie wieder ausgeflogen. Tja. Das ist halt, also Stress hat er bestimmt genug. Wie alt ist denn der jetzt eigentlich? Ja. Wie alt ist jetzt Elon Musk eigentlich? Der dürfte auf die 50 zugehen. Echt? Ja, 46 ist er jetzt. 28. Juni hat er Geburtstag. Meinte ich damit, geht darauf zu, ne? Ja. Mal sehen, wie lange das noch mitmacht. Wird jetzt 47. Mhm. Dieses Jahr. Und noch nicht mal lange her. Also 4 Wochen noch. Ja, genau. Ich meine, hallo, du musst halt erstmal reich werden und dann die Raketenfirma aufbauen und also SpaceX. Ne? Und das macht er jetzt auch schon seit 16 Jahren. Da bist du nicht mehr jung, ne? Also er sieht noch jung aus. Also er ist jetzt nicht wirklich gealtert in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Also wenn man sich zum Beispiel Barack Obama 2008 und 2016 anschaut, das ist nicht spurlos an ihm vorübergegangen, aber ich finde, also entweder er lässt halt kräftig Botoxen oder er hat halt gute Gene. Ja. Ja. Braucht man. Aber wir wollen jetzt nicht über die Gene von Elon Musk länger unterhalten. Kommen wir mal zu der Antares-Rakete. Die ist ja euch wahrscheinlich bekannt dadurch, dass sie dazu neigt, zu explodieren. Sie neigt nicht dazu, aber sie hat es einmal getan und zwar sehr formschön. Genau, also halt schön direkt nach dem Start vollgetankt in die Luft gehen, das macht immer den schönsten Feuerball. Und die Antares ist jetzt erfolgreich wieder gestartet und es ist tatsächlich der 200. Flug zur ISS gewesen. Ja. Was ja schon bemerkenswert ist. Ich habe noch eine Aufstellung gemacht. Es gab 71 Progress-Flüge zur ISS, 64 Soyuz-Flüge, dann 37 mit dem Space Shuttle, 15 Dragon, 10 Cygnus, 5 ATV und 6 HTV. HTV ist das Japanische. Steht nicht für Human Transfer Vehicle? Nee. Weil das Problem ist, du kannst die Menschen da zwar hochtransferieren, aber nicht mehr runter. Und das ist dann doch problematisch. Ja, das stimmt. Also, ja, es gibt halt nicht die Rettungskapseln, die mal geplant waren. Das ist für ATV. Das HTV, ich habe keine Ahnung, was für das HTV von den Japanern alles geplant wurde. Kann durchaus sein, dass die auch mal sowas gedacht haben, aber weiß ich gerade nicht. Die bei weitem meisten Flüge sind natürlich von Russland gekommen. Also 100, wie viel sind das jetzt?
135 Flüge aus Russland, und da ist noch nicht die, das sind noch nicht die Flüge dabei, mit denen letztens Module mit Proton-Raketen hochgebracht wurden und so weiter. Also ja, es ist ganz wesentlich eine russische Raumstation. Natürlich, klar, die Space Shuttle haben sehr viel mehr hochbringen können als so Progress oder Soyuz. Von daher ist das nicht, also es ist kein so krasses Missverhältnis, wie es in den Zahlen jetzt irgendwie klingt, aber ist doch sehr viel, sehr großer russischer Anteil und ja, wen wundert's, ne? Die Russen hatten halt die große Erfahrung mit Raumstationen gesammelt, erst halt mit Sojus, dann mit der Mir und ja, warum nicht das benutzen, ne? Die Amerikaner hatten ja keine richtige Lust, das zu finanzieren, einen aufzubauen, bis dann halt, bis das Ganze dann politisch opportun war, das zusammen mit den Russen zu machen, direkt am Ende des Kalten Krieges. War da nicht irgendwas mit Space Station Freedom? Ja, ja, Alpha, irgendwie, warum war das? Hieß die erst Alpha und dann Freedom und dann hat man es in irgendwas anderes? Oder war es erst Freedom und dann Alpha? Irgendwie unter Reagan hieß das Ding Freedom. Naja. Amis halt. Yeah. Typische Namen dafür, ne? Also typische Reagan-Namen vor allen Dingen. Ja. Genau. An Bord des Cygnus-Frachters auf der Antares war auch das Cold Atom Laboratory, wo es dann heißt, oh, die wollen den kältesten Ort am Universum rekreieren und solche Sachen. Aber was sie eigentlich machen wollen, ist ein Bose-Einstein-Kondensat herstellen. Frank, du hast doch Physik studiert. Was ist denn ein Bose-Einstein-Kondensat? Ja, das kann entstehen, wenn man Materie, nicht jede Materie, frag mich jetzt nicht genau, das muss irgendwie aus Partikeln sein, die keinen Spin haben, glaube ich. Ich bin mir da nie ganz sicher. Guckt notfalls im passenden Wikipedia-Artikel zu dem Bose-Einstein-Kondensat nach, da steht es dann korrekt drin, die jedenfalls so weit abgekühlt werden, dass sie alle den gleichen Energiezustand einnehmen. Und wenn sie das tun, dann agieren sie so, als wären sie ein einziges Ding. Die klumpen zusammen und du kannst dann die einzelnen Atome darin nicht mehr voneinander unterscheiden. Also ist wirklich ein, ja, also quantenmechanisch ist das dann ein einziges Ding. Und das Problem, das man hat auf der Erde ist, das ist ein Ding, aber es hat halt Masse. Und wir sind hier auf der Erde, die Erde zieht halt irgendwie an. Und folglich ist das dann halt abgekühlt und plumpst irgendwann auf den Boden von dem Messinstrument und dann war es das mal. Und die Hoffnung ist halt, dass man das Ganze auf der ISS in der Schwerelosigkeit machen kann und dann sich nicht nur ein paar Nano-, Mikro-, Millisekunden oder sowas daran erfreuen kann, sondern mal ein paar Sekunden. Und ja, also es gibt halt so ein paar Dinge, für die so ein Schwerelosigkeitslabor durchaus nützlich ist und das ist eins davon. Ja. Noch dazu mit ordentlich Platz und Stromversorgung und so. Weil so ein paar Sekunden, das klingt so wie, ja, kann man ja auch mal einen Freifallturm machen. Aber du willst nicht unbedingt diesen ganzen Experimentalaufbau so bauen wollen müssen, dass du das halt in so einem Freifallturm oben reinpacken kannst und dann das Ganze nach, ich weiß nicht, 50 Metern Fall irgendwo in Styroporkugeln auffangen können musst, ohne dass da viel kaputt geht. Also die haben dort auf der ISS mit Sicherheit die besseren Bedingungen, um das alles untersuchen zu können. Genau. Da wird ja auch noch erzählt in einem Artikel, dass sie damit sich erhoffen, eine bessere Quantendetektoren, also Fußerkennung für den Laien, nein, das war ein Witz, also bessere Quantendetektoren und bessere Navigationsinstrumente bauen zu können. Ja, ich. Aber was haben denn Quanten ich weiß mit der es nicht, Navigation ob das zu tun? Ja, weiß ich halt auch nicht so direkt. Also wahrscheinlich geht es ja irgendwo um Präzision von irgendeiner Messung oder so. Okay. Ja, Leute, sagt doch einfach, ihr wollt die
wo sie Einsteinkondensate mal ordentlich untersuchen können, weil das dort etwas länger geht, über ein paar Sekunden, anstatt nur über ein paar Millisekunden oder so, und fertig ist, ist doch Rechtfertigung genug. Ist zumindest meine Meinung, meine unmaßgebliche Meinung, was das angeht. Solche und ähnliche Experimente macht man auf der ISS und das lohnt sich in dem Fall. Ja, das ist gut für unser Land. Ich habe noch was ganz Kurzes, nämlich Graves Follow On, und wie der Name schon sagt, wird da was nachgefolgt, nämlich der Graves Mission einfach. Ich finde, Namensgebung waren sie sehr kreativ. Ja, das ja. Genau, also was die Graves. Nicht sehr grazil. Ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, weil ich glaube, die Graves-Satelliten damals entorbitet wurden. Genau, das ist das Gravity Recovery and Climate Experiment. Das sind zwei Zwillingssatelliten, die in einem gewissen Abstand fliegen und dann ständig per Laser-Interferometer, das ist übrigens die gleiche Technologie, die auch bei LISA, also Gravitationssatellitendetektor LISA Pathfinder eingesetzt wurde. Also sie messen ständig ganz genau den Abstand zwischen sich, und wenn sie quasi über verschiedene Gravitationsunterschiede kommen, dann verändert sich der Abstand, und so kann man sozusagen Gravitationsunterschiede im Gravitationsfeld der Erde messen. Also stelle sich vor, man fliegt über den Mount Everest, das ist natürlich dann mehr Masse, als wenn man einfach über ein flaches Tal fliegt, und deswegen hat der Mount Everest eine minimal höhere Anziehungskraft. Und das kann man dann mit Graves messen. Und was man ja, da. Nicht nur das, man kann da auch ganz andere Dinge machen. Genau, das wollte ich gerade erklären. Das letzte, was ich jetzt gelesen hatte, war in Island gibt es die Reykjans. Das ist so eine Halbinsel, die ist geothermisch ganz aktiv. Und da ist ein Kraftwerk drauf. Und da konnte man dann nachmessen, wie viel Wasser haben wir jetzt eigentlich aus diesem Reservoir da unten entnommen. Ja, kann dann halt eine Massenbilanz letzten Endes messen, ne? Weil die entnehmen da ja ziemlich viel Wasserdampf aus dem heißen Gestein unten. Und die große Frage ist, kommt eigentlich genügend Wasser nach oder nicht? Und die Antwort ist nein. Ja, man kann zum Beispiel auch sehen, dadurch, dass einfach Indien an Masse verliert, also Indien verliert einfach Grundwasser. Der ganze Kontinent trocknet nach und nach aus. Ja, im mittleren Westen der USA ist ja genauso, oder ja. Saudi-Arabien oder sonst was. Subkontinent, also Indien ist ja kein eigener Kontinent, Subkontinent. Genau, und Graves Follow-On ist im Grunde einfach mehr davon. Was auch ganz interessant ist, ist eine Beteiligung vom GFZ Potsdam auf dem Telegrafenberg, also auch durchaus mit deutscher Beteiligung. Da hat sich dann auch viel in der deutschen Wissenschaftsbubble getan nach dem Start, aber es ist einfach quasi das gleiche Normal, also es ist auch nicht so viel Neuerung. Ich frage mich jetzt, warum man da grund einfach nochmal den gleichen Satelliten nochmal gestartet hat und nicht irgendwie was Besseres draus gebaut hat, aber vielleicht war das einfach günstiger. Wenn man es hatte und nicht nochmal neu entwickeln muss, ist das doch eigentlich super. Vor allen Dingen hast du dann einen großen Vorteil, du hast die gleiche Technik nochmal und kannst dann deine Messreihen einfach fortsetzen. Ne? Und weißt halt, okay, das ist nochmal das Gleiche, wir haben die gleichen Probleme und so weiter, und hast dann halt vergleichbare Messdaten. Besser wäre es natürlich gewesen, wenn man Graves Follow-On schon gestartet hätte, als Graves noch funktioniert hat. Dann wäre es noch besser gewesen. Ne, weil du willst ja, wenn es geht, auch lange Messreihen haben, auch über die Zeit halt. Und da ist es halt gut, wenn du immer die gleichen Instrumente hast. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Außerdem macht die Sache erheblich billiger. Anstatt was Neues zu entwickeln, einfach mal was zu nehmen, das schon funktioniert. Außerdem, ich weiß nicht, wo da die physikalischen Grenzen liegen. Vielleicht haben die einfach eingesehen, okay, so viel besser wird das jetzt erstmal nicht. Irgendwann, also klar, am liebsten würdest du halt einen Satelliten bauen, der noch viel näher an der Erde wäre, damit man da noch genauer messen kann. Und wenn es irgendwann mal so weit ist, dass man diese luftverbrauchenden Ionentriebwerke hat, dann ist das sicherlich ein heißer Kandidat.
dass man daraus dann halt so gerade diese Gravitationsuntersuchung macht in der halt in einem sehr, sehr niedrigen Orbit, weil das dann sehr viel empfindlicher wird. Aber wenn du das nicht machen kannst, dann bist du dann halt irgendwo auf eine gewisse Messgenauigkeit festgelegt und ich weiß nicht, wie viel da durch bessere Sensortechnik dann noch verbessert werden kann, in welchen Größenordnungen und ja, warum nicht, ne? Also das Problem ist halt, das größere Problem ist jetzt nicht, dass man keinen besseren Satelliten dort hat, sondern vielmehr, dass man halt keinen Satelliten hatte. Ne? Und dann ist es halt immer, wie gesagt, ne, besser den Spatz in der Hand, ne? Genau. Und so. Irgendwie jetzt nur ein paar Jahre warten auf was noch Besseres, aber dann halt irgendwie ein paar Jahre keine Messungen haben, wäre schlechter. Was ja auch der ganze Rant über Weltraumteleskope ist, ne? Oder Mars Rover. Genau. Ne, genau das Gleiche. Also sowohl Mars-Mission als auch Weltraumteleskope und sonst was, wo man immer so nach, wir wollen das Allerbeste haben. Das ist nicht, das ist irgendwie wissenschaftlich nicht so ganz das Optimum. Glaube ich zumindest nicht. Auch weil du senkst da halt eine ganze Menge Geld rein, dass du anderswo für andere Forschungsprojekte auch noch benutzen könntest. Und wenn ihr mal viel Lust und Langeweile habt, dann sucht mal nach dem Begriff Opportunitätskosten. Das ist so ein typisches BWL-VWL-Dingens. das ist ein ziemlich wichtiges Konzept. Es geht halt um die Idee, ich kann halt, wenn ich jetzt was mache, immer nur ein was machen. Und die Opportunitätskosten sind halt alles das, was ich jetzt gerade nicht machen kann. Ne? Ich nehme jetzt gerade einen Podcast auf. Das heißt, ich kann jetzt nicht, was weiß ich, irgendwo zum Konzert gehen gerade oder was weiß ich. Ne? Also ich kann jetzt wirklich nur podcasten gerade in diesem Moment und nicht irgendwas anderes machen. Und das sind halt meine Opportunitätskosten. Ne? Also ich habe hier einen Nutzen, ich mache einen Podcast. Ich liebe diesen Podcast und ich mache den sehr gern. Und deswegen mache ich das auch, weil ich mir sage, okay, das ist jetzt mehr wert als das, was ich an Opportunitätskosten habe, soll heißen, an dem, was ich jetzt alles gerade nicht machen kann. Und so ähnlich ist das halt auch in der Wissenschaft und ich glaube, da ist einiges aus dem Gleichgewicht geraten. Dass man halt sehr viel in Richtung Hightech geht oder sehr viel die Grenzen des absolut Machbaren auslotet, anstatt zu sagen, okay, wir gehen einfach, wir gucken uns an, was sind die Grenzen, dann gehen wir einen Schritt zurück und machen lieber das. Und dann kann man auch plötzlich Zeitpläne einhalten, dann kann man Budgets einhalten und dann bleibt halt auch einfach mal plötzlich Geld übrig für die nächste Mission, ohne dass man zusätzliches Budget braucht. Und ich glaube, hätte man das jetzt in den letzten 20 Jahren mehr gemacht, dann hätten wir sehr viel mehr Wissenschaft sehen können, gerade aus der Raumfahrt. Und sicherlich auch viel mehr Zufriedenheit der Menschen damit, weil wie gesagt, diese Vorwürfe der Geldverschwendung in der Raumfahrt sind nicht ganz ohne Hand und Fuß. Ja, sorry, 0815 Standard-Rant, ich weiß, das hört man von mir öfters. Ja, aber Wiederholung ist ja auch gut. So, apropos Rant, ich glaube, wenn du dich jetzt schon mal so in Rage geredet hast. Schon mal in Rage geredet. Wir haben nämlich, der Chef der Ariane Group war das doch, oder? Ja, genau. Vormals mal Airbus Safran Launchers und irgendwann hat man dann gesagt, ja, wir gründen eine Ariane-Firma, die nur Ariane macht. Aber es war nicht der Israel, Stefan Israel, sondern wer war das? Nee, wer ist denn Stefan Israel? Ich habe keine Ahnung, wer war das jetzt? Wo stand der jetzt in der Hierarchie? Glaub, der ist oder war das ESA? Ich bin mir nie Ariane, ganz sicher. Stefan Israel, das ist, aber ich glaube, das ist mehr so jemand hands-on, das ist nicht so ein Virtual. Genau hier. Chief Executive Officer von Arianespace. Also der CEO. CEO, und wer ist denn?
Er ist dann Präsident der Moreau. Genau, es ist Chef der Ariane Group, hat ein Interview im Spiegel gegeben. Und dieses Interview wurde uns, ich glaube, mindestens 3-4 Mal auf unserem Twitter-Account angereicht mit der Hinweis, dass wir das doch gerne mal auseinandernehmen sollten, weil da doch gefühlt ziemlich viel Bullshit erzählt wird. Und Frank hat sich das Interview durchgelesen und kann uns jetzt bestimmt bestätigen, dass das alles optimaler Journalismus war. Naja, man kann den Leuten jetzt nicht unbedingt vorwerfen, ich weiß nicht, wie viel er sich mit Raumfahrt auskennt. Es hätten mit Sicherheit einige kritische Nachfragen gelohnt. Also irgendwie so, was mich ernsthaft gestört hat in dem Interview, ist, dass er halt letztendlich den Amerikanern, sprich SpaceX, vorwirft, dass sie subventioniert werden. In Anbetracht dessen, dass die Ariane 5-Rakete von Anfang an mit mindestens 20 Millionen Euro pro Start subventioniert wurde, sollte man da sehr die Füße stillhalten. und also, okay, die Überschrift von dem Interview heißt, die Amerikaner wollen Europa aus dem Weltraum kicken. Weil das der Alain Charmeau wohl irgendwie so oder so ähnlich auch gesagt hat. Völlig unberechtigt ist das nicht. Aber es ist halt eine Frage von der Geschichte der Raumfahrt auch. Insbesondere so vom Verhältnis amerikanischer zu europäischer Raumfahrt. Weil, wie gesagt, die Amerikaner hatten ja am Anfang das Monopol mehr oder weniger gehabt. Und hatten so getan, als würden sie die Leute einladen, als wären sie weltoffen und würden anderen Leuten auch erlauben, ihre eigenen Raketen mit amerikanischen Raketen zu starten. Aber de facto waren da die Hürden für die Amerikaner erheblich niedriger als für alle anderen. Und daraufhin haben ja die Europäer gesagt, okay, wir brauchen irgendwie unabhängigen Zugang zum Weltraum. Und dadurch ist ja die Ariane-Rakete jetzt entstanden. Und die Ariane-Rakete, da haben die Europäer ja letztens das Gleiche gemacht, was jetzt der Alain Charmeau den Amerikanern vorwirft. Nämlich, sie haben einfach bloß eine Rakete gebaut, die äußerst rational war und deshalb billig war. Insbesondere gerade zu einer Zeit, wo die Amerikaner voll auf das Space Shuttle gesetzt haben und damit vor die Wand gefahren sind, insbesondere finanziell. Und letzten Endes den Amerikanern komplett den Rang abgelaufen haben. Haben ja den kommerziellen Markt eigentlich komplett übernommen damals. So mal eben. Und jetzt ist halt 30 Jahre später irgendwie die Retourkutsche dran. Ne? Jetzt machen das halt die Amerikaner umgekehrt. Die Europäer sind selber schuld irgendwo zwischendrin, weil es wurde halt die Ariane-Raketen wurden halt nicht ordentlich weiterentwickelt. Hier ist draußen ziemlich viel Lärm gerade. Ariane-Raketen wurden halt nicht ordentlich weiterentwickelt. Preise sind auf einem Niveau verharrt, weil man sich halt gesagt hat, hey, es braucht zurzeit eh keiner einsteigen. Weil man hat ja die Ariane 5-Rakete dann angefangen zu subventionieren, weil man halt genau wusste, naja, so richtig billig ist das Ding nicht, ist ja auch überdimensioniert gewesen, dadurch, dass ja für Hermes gebaut wurde und ne? Ich glaube, das hat mir alles schon dreimal irgendwie erzählt in dem Podcast. Dadurch hat sich dann halt das Ganze geöffnet. Soweit, dass halt die ESA komplett technisch ins Hintertreffen geraten ist. Wie gesagt, Ariane 6 ist auf einem Stand, wo die Ariane 5 20 Jahre eher hätte sein müssen. Und entsprechend sieht es jetzt halt böse aus. Und ich finde es halt ein bisschen unredlich, jetzt hier so zu sagen, ach, die bösen Amerikaner, die wollen uns aus dem Weltraum kicken und so. Nee, guckt, fasst euch mal an die eigene Nase, ihr habt gerade richtig Scheiße gebaut die letzten paar Jahrzehnte. Und man ist dabei, ein bisschen was zu korrigieren. Was jetzt beispielsweise rückgängig gemacht wurde, ist, man wollte ja unbedingt Feststoffbooster auch in Deutschland bauen.
sowohl in Italien als auch in Deutschland. Was natürlich komplett die Frage höhere Stückzahlen gleich billigerer Bau diese Gleichung komplett unterminiert hätte. Jetzt hat sich herausgestellt, naja, so leicht ist das gar nicht, diese Feststoffbooster zu bauen. Und die Italiener haben einfach viel mehr Erfahrung darin, weil die machen das ja schon seit einer ganzen Zeit für die Vega-Rakete. Und jetzt hat man beschlossen, okay, wir überlassen das den Italienern, aber es ist ja Politik, also gibt es da irgendeinen Kuhhandel. Und demzufolge dürfen jetzt die Deutschen irgendwie die Sauerstoffpumpen für das Vulkan 2.1 Triebwerk bauen oder irgend so einen Scheiß. Ja, was halt auch daran liegt, dass die Ariane 5 Rakete und Ariane 6 Rakete sehr merkwürdig aufgebaut sind, was zumindest den ökonomischen Standpunkt angeht. Weil, ja, wenn du irgendwas verbessern willst an der Rakete, dann musst du halt jedes Teil einzeln verbessern. Während wenn SpaceX irgendwie die Ariane, die Falcon 9 Rakete verbessern will, ja, okay, besseres Triebwerk, fertig. Besseres Triebwerk heißt bessere erste Stufe, bessere zweite Stufe, fertig ist. Und so hast du halt drei Stufen mit drei unterschiedlichen Triebwerken, musst halt alles verbessern, wenn du irgendwas verbessern willst. Beziehungsweise, wenn du nur einen Teil verbesserst, dann ist halt die Verbesserung irgendwie ziemlich marginal. Riesenproblem letzten Endes. Was dann auch so rauskommt, ist, dass man die Oberstufe der Ariane 6 dann irgendwie jetzt auch nochmal neu konstruieren will. Also man hat da wahrscheinlich irgendwie so eine Variante A und dann kommt nochmal irgendwann verbesserter Typ B oder so, der dann aus Kohlefaserstrukturen besteht. Und man hofft dabei, ungefähr so eine Tonne Gewicht einzusparen. Was an sich nicht sonderlich schmeichelhaft für das Leergewicht von der Oberstufe ist. Soll sowas wie 30 Tonnen Treibstoff haben. Naja, gut. Eine Tonne einsparen kann man da schon mal in der Leermasse. Viel wichtiger ist natürlich, weshalb die auch schon bei der Ariane 5 hätte da sein sollen, dass die viel flexibler ist. Weil halt neu gestartet werden kann und einfach eine adäquate Menge an Treibstoff drin ist. Die ECA-Stufe auf der Ariane 5 Rakete, die ja letztens genauso groß ist wie die Ariane 6 Rakete, ist nur halb so viel Treibstoff drin. Und das schränkt einfach die Leistungsfähigkeit ein. Und zwar ziemlich extrem. Die andere Verbesserung bei der Ariane 6 Rakete ist natürlich halt Kohlefaser, weil die Feststoffbooster in der Ariane 5 sind nur noch aus Edelstahl. Seit den 60er Jahren und billig geworden ist dadurch auch nicht. Ja. Ja, interessant wird halt die Zukunft. Und da muss man dann schauen, was dann aus Prometheus-Triebwerk und so weiter wird. Aber ich sehe da halt gerade auch nicht, dass man da jetzt komplett die Kurve gekriegt hat und das Ganze pragmatisch macht. Es ist halt doch wieder alles auf 10 Jahre Entwicklungszeitraum eingelegt und man will dann irgendwie wieder den großen Wurf machen und dann in 10 Jahren eine super Rakete bauen. Und anstatt das Ganze irgendwie stufenweise Stück für Stück zu entwickeln. Das merkt man dann so bei dem Prometheus-Triebwerk. Ist halt irgendwie gedacht für eine Rakete, die dann irgendwann 2030 fliegen soll. Das ist dann so ein 10-Jahres-Programm. Naja, und da kann man sich Zeit lassen. Dann kann man dann auch sagen, ja, okay, wir feilen jetzt so lange an dem Triebwerk rum, bis das echt super ist. Und es wird ja entwickelt aus diesem Romeo-Triebwerk raus, ACE, ACE-42. Und wenn man sich das anguckt, ja, 42 Tonnen Schub, Brennkammerdruck von irgendwie so 47 Bar, was für ein Raketentriebwerk ziemlich niedrig ist, das muss man schon sagen. Aber dann heißt es halt gleich, okay, wir bauen das nächste, hat den doppelten Schub und den doppelten Brennkammerdruck, ist letztendlich genauso, hat halt bloß den doppelten Druck innen drin. Und das macht es halt alles viel komplizierter. Man braucht viel leistungsfähigere Pumpen, viel leistungsfähigeres, alles Mögliche. Und wenn man das Ganze jetzt einfach schrittweise angehen würde und sagen, okay, wir fangen erstmal mit 70% Schub an, also so 70 Bar Druck oder so, und nicht 100 Tonnen Schub, sondern 70 Tonnen Schub, so Pi mal Daumen, und bauen dann schon mal eine Rakete daraus und sammeln damit schon mal Erfahrung und haben schon mal eine Rakete, die irgendwie ordentlich funktioniert und verbessern das Ding dann einfach. Wenn man mehr Schub hat, baut man dann halt größere Tanks,
das muss man dann halt bloß von Anfang an einplanen, dann ist das auch kein großes Problem, geht dann relativ billig. Also Stretching von irgendwelchen, also die Verlängerung von irgendwelchen Raketenstufen, das hat eine sehr lange Tradition. Also wenn man irgendwie ein besseres Triebwerk hat, dann baut man halt irgendwie längere Rakete, weil die Triebwerke unten haben mehr Schub, können größeres Gewicht anheben und dann baut man halt größere Tanks oben drauf. Fertig ist. Das hat eine sehr lange Tradition, das geht auch relativ einfach und billig von der Hand. Könnte man zum Beispiel machen, aber es sieht gerade nicht so aus, als würde dieses Ariane Next Programm in die Richtung gehen, sondern eher so halt in die Richtung, man einigt sich dann irgendwie auf ein Programm, auf bestimmte Leistungsdaten. Und wie das dann bei der ESA so meistens läuft, ist, man hat am Anfang irgendwelche Leistungsdaten sich ausgedacht und dann gibt es so ein Feature-Creep. Also so langsam, aber sicher will man dann immer noch mehr Leistung rausholen. Am Anfang ist man noch halbwegs bescheiden und dann wird man immer anspruchsvoller. Und auf die Art und Weise hat man ja damals schon die Ariane 5 versaut, indem man halt immer mehr man hat das ja auf den Hermes ausgelegt. Hermes Raumgleiter und anstatt dann beim Hermes Raumgleiter irgendwann zu sagen, okay, das Ding wird jetzt zu schwer, vielleicht sollten wir einfach mal weniger von diesem Raumgleiter verlangen und dann kann er halt etwas kleiner sein und dann kommen wir mit unserer Rakete zurecht, hat man halt gesagt, nee, wir wollen, dass dieser Raumgleiter das und das und das kann und wenn er dann halt schwerer wird, dann braucht man eine größere Rakete und hat dann halt diesen ganzen Rattenschwanz von wir brauchen eine größere Rakete, wir brauchen höhere Leistungsfähigkeit, wir brauchen besseres Triebwerk, wir brauchen besseres hier und das. Und hatte am Ende eine viel zu große Rakete und ein eingestelltes Hermes-Raumgleiterprogramm und nicht viel dafür. Und ich habe wirklich das Gefühl, als hätte ich diesen Run schon ein paar Mal gebracht. Kann das sein? Bestimmt. Aber ich habe dich da jetzt auch, ich finde, das kann man, also ich finde, wir bekommen ja auch ständig neue Hörer und Hörerinnen. Also ja. Wir können ja nie wissen, dass alle schon gehört haben. Ich kann es wirklich nicht einschätzen und ich habe dummerweise auch das Zeitgefühl verloren, was das angeht, wann ich das letzte Mal sowas gesagt habe. Ja, dann sag's doch einfach nochmal. Das ist ja. Ob das vor 2 Monaten war oder vor 2 Jahren. Aber wie ist das jetzt mit dem Interview? Also, was war denn daran speziell so bullshittig? Kannst du das nochmal auf den Punkt bringen? Es waren halt so diese Dinge, dass man halt anderen Leuten was vorgeworfen hat, dass man selbst nicht anders macht. Insbesondere halt die Subvention. Ich meine, die sind auch keine, SpaceX verlangt natürlich von der NASA höhere Preise, aber das machen alle, auch in Amerika. Ganz einfach, weil die NASA sehr viel mehr Bürokratieaufwand und sehr viel mehr Checks und alles Mögliche verlangt. Einfach weil das irgendwie so halt, ja, es ist halt irgendwie historisch so gewachsen, ne? Man ist ja verantwortlich für die Steuergelder und dann muss halt alles haargenau überprüft werden und dann kommt hier noch ein Check und da noch ein Check und da jede Menge Arbeit und das, wenn du irgendwie 1000 Leute beschäftigst, dann kann das halt sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Ich meine, 1000 Leute zu beschäftigen, die jeweils irgendwie 1000 Euro brauchen, dann hast du schon 1 Million. Also wie das halt so läuft. Und natürlich ist natürlich auch klar, SpaceX legt dann natürlich noch ein bisschen Geld drauf, fordert noch einen höheren Preis, weil die genau wissen, es kann uns sowieso keiner unterbieten. Und warum nicht, ne? Mhm. Was absolut typisch ist, weil es ist halt ein profitorientiertes Unternehmen irgendwo. Zumindest was so das Operationelle angeht. Klar, das Ziel ist irgendwie, zumindest sagt das Elon Musk immer und er sagt es so oft, dass man geneigt ist, es zu glauben, dass er ein Raumschiff bauen will, mit dem man zum Mars fliegen kann, den Mars kolonialisieren kann. Aber irgendwie braucht er ja dafür Geld und insofern ist man halt profitorientiert. Das ist halt typisch, ne? Und ich finde halt diesen Vorwurf so idiotisch letzten Endes. Kehrt vorm eigenen Haus, baut bessere Raketen, weil die Ariane 6 ist weit davon entfernt, in irgendeiner Weise eine rationale Rakete zu sein. Und ich immer wenn ich von rationaler Wirtschaftlichkeit und Rationalität da spreche,
merke ich doch da doch ein gewisses Unbehagen in der Raumfahrt. Obwohl das dringend nötig wäre. Einfach bloß, weil rationale Raumfahrt heißt mehr Raumfahrt mit dem gleichen Geld und bessere Ergebnisse. Und das sollte man irgendwann mal verinnerlichen, dass sich das echt lohnt und dass es halt nicht immer nur reicht zu sagen, ja, Raumfahrt ist halt cool und das ist ein politisches Projekt und das kostet dann halt mal mehr. Es braucht halt auch irgendwie Ergebnisse und dann sind auch alle Leute sehr viel zufriedener damit. Es ist halt nicht nur ein Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm. Ja, es gibt auch noch einen etwas längeren Artikel davon auf Spektrum der Wissenschaften, der eigentlich ziemlich gut ist. Ich muss selber überlegen, ich wollte selbst tatsächlich dieser Tage halt auch basierend von dem, was ich auf der ILA gemacht habe, einen Artikel dazu schreiben, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und mehr oder weniger ist das der Artikel, den ich hätte schreiben wollen. Genau, das ist von Spektrum der Wissenschaften von Alexander Stirn, sehr gut geschrieben, also guckt euch den mal an. Rakete auf Abwägen. Yep. Ja, sehr schön. Ja, sorry, ich habe gerade irgendwie etwas geschwafelt. Das ist ja, dafür kommen die Leute hierher. Dafür haben sie gezahlt. Ja, je nachdem. Aber egal. Genau, kommen wir jetzt mal zu weniger Geschwafel. Kommen wir zum letzten Rant. Genau, ja. Also, das Spaceship 2 will ja schon seit gefühlt 1000 Jahren ins All fliegen. Ist ja die hier von Virgin Galactic, die das Unternehmen. Nicht 1000 Jahre, sondern 11. Von, ich habe gesagt, gefühlt 1000 Jahre. Das Unternehmen von Richard Branson, dem sagen wir mal, dem dritten im Bunde der reichen Raketenbauer. Warte mal, es gibt ja hier noch hier Alan Dingens. Hier, ja, der Microsoft-Typ. Aber sagen wir mal so, die auch wirklich Raketen bauen. Baut ja erstmal nur ein Flugzeug. Das stimmt. Und der zweite Testflug ging jetzt in eine Höhe von 35 Kilometer. Also es war die VSS Unity. Und das waren 10 Kilometer mehr als beim ersten Powered-Testflug, also wo sie dann auch tatsächlich das Triebwerk mal gezündet haben. Jetzt flackert hier das Licht. Und sie haben diesmal auch tatsächlich Passagiersitze eingebaut, was den Masseschwerpunkt des Raumschiffes ein bisschen weiter nach hinten verlagert haben. Also sie arbeiten sich gerade an eine Konfiguration des Raumschiffes ran, die dann auch tatsächlich so ins All fliegen soll. Ja, und ich habe irgendwie das Video gesehen und hatte das, glaube ich, gleich retweetet und einfach nur mit einem Wort dazu: Cowboys. Ja, weil es war schon sehr wackelig. Es sah auf dem Video schon ein bisschen, nicht so ganz stabil aus. Es hat tatsächlich ein bisschen, jetzt wo ich mir da das so angucke, es hat ein bisschen was von Rodeo, ne? Ist genauso, auch wahrscheinlich genauso gefährlich. Ja, ich weiß es halt nicht, aber ich sage mal, die Leute arbeiten mit Sicherheit nicht umsonst an den Steuerknüppeln und versuchen das irgendwie zu stabilisieren. Es ist halt, ich finde es halt einen Wahnsinn, ein Passagierraketenflugzeug zu bauen und das dann von zwei Piloten fliegen zu lassen, die dort wahnwitzig viel zu tun haben, alleine dieses Ding unter Kontrolle zu halten. Weil das ist ja nicht harmlos. Also ich meine, die machen das ja nicht umsonst. Und mein Gott, also es ist halt keine Achterbahn. In der Achterbahn ist das halt toll, ne? Setz dich rein, wirst durchgeschüttelt und es geht mal hier rum und mal darum. Und letzten Endes ist der Flug dann natürlich auch nichts anderes, als wie halt in sehr teure Achterbahnfahrt auf sehr hohe Höhen. Das Problem ist nur, da sind keine Gleise drunter, sondern da sind zwei Typen vorne drin, die sehr viel damit zu tun haben, dass diese Achterbahnfahrt dann tatsächlich irgendwo lang verläuft. Und ich weiß nicht, was da alles passieren kann, wenn das außer Kontrolle gerät. Ja, ist ja schon. Also das war ja einer der Hauptkritikpunkte nach dem Absturz, nach dem tödlichen Absturz, dass diese Federballfunktion, also dass das Raumschiff sich so ein bisschen einklappt zum Abbremsen, dass die manuell ausgelöst wird und dass man das hätte eigentlich automatisieren sollen, damit das nicht zu früh passieren kann, was ja dann der Grund für den Absturz war.
es hätte ein automatisches Sicherheitssystem gebraucht, das halt bei bestimmten Geschwindigkeiten einfach das Auslösen verhindert, ja. Genau. Und ja, das Ding ist halt komplett mechanisch gebaut. Es ist wirklich wie in 50er, 60er Jahren gebaut. Also die haben da sogar irgendwie einen Hebel, mit dem man dann die Kaltgasdüsen irgendwie bedienen kann mit Hand. Das ist doch. Oh. Also ich meine, das ist toll für die Piloten. Also für die muss das wie Kindergarten sein. Also richtig super halt. Aber will man da mitfliegen? Nee, auf keinen Fall. Also, ja, apropos mitfliegen. Richard Branson hat ja gesagt, er geht gerade durchs Astronautentrainingsprogramm und er will in 6 Monaten selber mitfliegen. Ja, ich meine, gut. Aber das haben schon alle behauptet. Es gibt mit Sicherheit viele Leute, die damit kein Problem haben. No, ich meine, wie heißt das, wenn Leute sich von irgendwelchen Klippen schmeißen mit einem Fetzen dran? Free Jumper? Klippenspringer? Ich komme gerade nicht drauf, verdammt. Klippenspringen, ja. Nicht Klippenspringen, nee, mit Fallschirm. Base-Jumping. Base-Jumping, genau das Ding war's. Ah, das waren ja. Von Hochhäusern, nicht von Klippen. Auch von Klippen, von allem Möglichen. Ich meine, das ist halt genauso gefährlich letzten Endes, mindestens. Es gibt Leute, denen ist die Gefahr einfach egal, die suchen halt das Adrenalin. Aber wenn ich mir überlege, die wollen dort halt einen Touristenservice dafür aufbauen, das schreit danach, dass das irgendwann einen tödlichen Unfall gibt mit Leuten an Bord und so. Und kann das schlau sein? Ich glaube nicht irgendwie. Also man sollte auf keinen Fall irgendwie in regelmäßigen Linienbetrieb irgendwie aufbauen. Vor allem, die wollen ja auch ziemlich oft fliegen. Wo dann vorne 2 Piloten drin sitzen, die wirklich vielleicht nicht 100%, aber so 80% gefordert sind, ne? Ich würde mich auch nicht unbedingt von einem Formel-1-Fahrer um eine Strecke fahren lassen, wenn der im Qualifying-Modus so bis ans allerletzte das Auto ausreizt, weil du hast dann halt die Chance, dass du irgendwie mit Hochgeschwindigkeit in eine Kurve reinfliegst und das willst du nicht. Und dieses Flugzeug sieht halt tatsächlich so aus, wie man geht sehr, sehr nah an die menschliche Fähigkeit, so ein Ding zu steuern, ran. Und früher oder später passiert mal irgendwas und man ist dann plötzlich drüber und wer weiß, was dann passiert. Das ist nicht gut. Also da ist halt irgendwie automatisch und oh, die bösen Roboter und so, ist echt besser. Mhm, ja. Weil so ein Bordcomputer, der hat nicht irgendwann mal einen schlechten Tag. Also er wird vom Blitz getroffen, dann muss man SAE2AUX machen. Ja, aber dann startest du halt bei schlechtem Wetter nicht und das machen die Leute ja sowieso nicht. Nur das kann man dann ja halbwegs unter Kontrolle halten, aber irgendwie so einen schlechten Tag, so ein Mensch hat manchmal einen schlechten Tag. Das gibt's. Und wenn es dann halt heißt, die haben irgendwie ein paar hunderttausend geflogen, bezahlt, um hier einmal da hochgeflogen zu werden, jetzt flieg ja aber. Nee, also das schreit irgendwie danach, früher oder später gibt es ein Problem. Aus welchem Grund auch immer. Irgendwie Pilot hat einen schlechten Tag oder Pilot wurde zu schnell ausgebildet oder irgend sowas, ne? Oder halt mechanisches Problem oder irgendwas. Ich sehe da so viele Möglichkeiten einfach, weil das halt ein ziemlich komplexes Ding ist, auch vom Aufbau her, auch von der Mechanik her. Ich habe da ein schlechtes Gefühl bei. Wer Adrenalin mag, bitte vorher die Lebensversicherung abschließen und das irgendwie abklären, ob das dann auch noch zählt. aber viel Spaß dabei. Ja, ich glaube, dann sind wir mit den Themen durch, aber zum Thema viel Spaß dabei, das wird nämlich auch ein Kollege von uns haben, nämlich der Lars, der ich glaube, den haben wir ja schon mal erwähnt, den Auf-Distanz-Podcast macht. Das ist auch ein Raumfahrt-Podcast, der weniger... Auf-Distanz-Podcast.
Ja, der, ich glaube, so viel laufen tut er nicht. Auf Distanz. Ja. Ich hab dich mit Absicht falsch verstanden. Aber das wäre vielleicht eine Idee, Lars. Wenn du einen Lauf-Podcast machen würdest, dann könntest du ihn Laufdistanz nennen. Der berichtet nicht so tagesaktuell wie wir, aber macht hin und wieder nette Reportagen. Und jetzt ist er sozusagen die große Wallfahrt angetreten. Der ist wirklich sehr auf Distanz gegangen. Ja, die ja jeder Raumfahrt-Podcast einmal machen sollte in seinem Leben. Das Mekka der Raumfahrt, nämlich fliegt oder ist schon in Baikonur, beziehungsweise jetzt zurzeit in der Hauptstadt von Kasachstan, hat er gerade sehr schöne Fotos gepostet, denn er wird beim Start von Alexander Gerst zur ISS am 6. Juni dabei sein. Und davon auch live berichten in seinem Podcast. Da gibt es verschiedene Twitter-Accounts und RSS-Feeds, die wir dann schon uns alle verlinken werden. Das ist ein ganz tolles Projekt. Und das wollten wir ganz ans Herz legen, weil wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer von uns das sehr interessiert. Und er sammelt dafür noch Unterstützung, weil so eine Reise nach Kasachstan, die bezahlt man dann eben nicht vom Urlaubsgeld. Und er sammelt noch über Indiegogo, aber auch man kann per Direktüberweisung Geld spenden. Bis zum 6. Juni geht noch die, oder ich glaube 5. Juni geht die Crowdfunding-Kampagne und es gibt noch eine Bankverbindung. Und wir haben auch schon Geld dahin gespendet. Und man kann, ich kann mal kurz hier erzählen, was man da für Belohnungen bekommt. Also wenn man 10 Euro spendet, bekommt man eine Dankeschön-Karte und einen Aufkleber. Und was ich sehr interessant finde, für 30 Euro wird man dann zu einem exklusiven Event nächstes Jahr in Köln eingeladen. Ich glaube, das ist irgendwann nächstes Jahr, genauer Termin steht noch nicht fest, wo man dann einen Reisebericht bekommt von Lars und seinen Begleitern. Ich glaube, der Nicolas Wörl und Reinhard Remfort sind auch dabei von Methodisch Inkorrekt. Also das ist eine sehr interessante Sache und da könnt ihr noch Geld hinspenden, wenn ihr das wollt. Okay. Genau, das wollte ich erwähnt haben. Wir hatten beschlossen, dass wir einen Teil davon, dass wir letzten Endes das Ganze so machen. Jeder von uns spendet 20 Euro. Genau. Und wir nehmen dann noch 20 Euro von dem, von unserem Reisebudget sozusagen. Genau, du musst das anders erzählen. Wir spenden 20 Euro von unserem Spendenkonto. Genau, so rum. Und legen dann nochmal privat von unserem eigenen hart arbeitenden Geld nochmal privat 20 Euro dazu. Also, dass es insgesamt 60 Euro sind, was zufälligerweise genau 2x30 Euro sind. Also, dass wir theoretisch, wenn wir da Zeit haben, auch an diesem Reisebericht teilnehmen können, was ich, also das fände ich sehr spannend. Werde ich mir auf jeden Fall versuchen, dorthin zu fahren. Und also dass wir auch so mit ein bisschen einem guten Beispiel vorangehen und nicht nur sagen, spendet dorthin, sondern das auch dann selber tun und damit quasi ein gutes Beispiel machen. Und ich glaube, es haben auch schon einige Leute darauf reagiert und dem Lars dann auch gespendet auf unsere Ankündigung hin. Ja, und wir wünschen Lars auch eine gute Reise, dass er da auch viel sieht, viel erlebt und dass der Start auch nicht abgesagt wird. Aber so eine Soyuz-Rakete, die ist ja hart im Nehmen. Ja, ich hoffe, er hat wenigstens noch irgendwie ein, zwei Tage Karenz dahinter. Ja, das glaube ich schon, dass er das gebucht hat. Das ist, ja. Also wenn der Start jetzt nicht gleich um ein paar Wochen verschoben wird, dass er da bleiben kann. Jo! Genau. Kommen wir zu unserem Abschlusskapitel. Wie in jeder Sendung reden wir ein bisschen über die Raketenstarts der nächsten 2 Wochen. Und da haben wir zum einen am 4. Juni, das ist der nächste... Der 4. Juli ist der Nationalfeiertag. Genau. Der nächste Montag eine Falcon 9 mit SES-12, also einem Kommunikationssatelliten aus Luxemburg. Sollte zuletzt eigentlich irgendwie heute fliegen. Genau. Aber wurde verschoben. Genau, verschoben vom 31. Mai und 1. Juni auf 4. Juni jetzt. Aus Cape Canaveral in Florida. Genau, dann 6. Juni, darüber haben wir gerade gesprochen. Das wird dann die Soyuz-Rakete mit Alexander Gerst sein. Genau, ISS-Mission 55S. Bitte vorher nach Großbritannien fahren, weil nach Greenwich Mean Time startet das Ding um 11.11 Uhr. Aber nicht am 11.11. Ja, ganz perfekt ist es nicht. Na, das ist dann für unsere Zeit 12.11 Uhr.
13:11 Greenwich Mean Time ist ja immer die gleiche Zeit, unabhängig von Sommerzeit und ähnlichen Sperrenzchen. Ja. Dann haben wir irgendwann im Juni noch eine lange Marsch 3A, aber da gibt es noch kein Datum. Und mit dem Wettersatelliten für China. Genau. Und dann am 11. Juni die H2A, eine japanische Rakete mit dem IGS Radar 6. Genau, das ist ein Radar Reconnaissance Payload für das, die japanische Regierung. Ja, und dann für Pakistan auch irgendwie, weil halt mit einer chinesischen Rakete, mit einer Langmarsch 2C, ja, für Pakistan ein Remote Sensing Satellite, Erdbeobachtung halt letzten Endes, mit welchen Ansinnen lässt sich hier nicht ersehen. Genau, dann haben wir noch, nehmen wir noch den 14. Juni mit rein, eine Pegasus XL-Rakete. Ja. Oh, Hilfe, meine Stimme ist jetzt ganz weg. Genau, aber genau, richtiges Timing. War das nicht früher die Taurus XL oder? Nee, das ist die Pegasus XL, die wird von einem Flugzeug ausgestattet. Ach, das ist die, die vom Flugzeug ausgestattet wird? Ja. Oh, das ist aber spannend. Übrigens kosten 55 Millionen US-Dollar. Also so viel wie eine Falcon 9. 7 Millionen billiger kommen. Beziehungsweise, nee, Blödsinn, eine wiederverwendete wird hier für 50 Millionen verkauft. Ja, siehste. Also, ja. Genau, wird den Icon-Satelliten starten, geht um die Ionosphäre. Genau, Ionospheric Connection Explorer wird die obere Atmosphäre und das genau die Verbindung zwischen terrestrischem und Weltraumwetter beobachten. Jo. Das war's. Ja, Pegasus XL-Rakete war früher mal sehr viel billiger, wird jetzt aber so selten benutzt, dass sie immer teurer wird. Also das ist schon ein ziemlich spektakulärer Preis für das Ding. Also ursprünglich waren das mal so 5 oder 6 Millionen pro Start. Ganz, ganz ursprünglich mal. Aber da haben die auch noch irgendwie B-52-Bomber von der US Army benutzen können. Und irgendwann mussten sie dann ein eigenes Flugzeug besorgen. Und dann wurde es immer weniger und immer seltener. Und irgendwann ist es dann extrem teuer geworden. Vor allem das Flugzeug, das steht halt, ist halt wirklich denen ihr Flugzeug, die haben das dafür umgebaut und wenn das dann halt irgendwie bloß alle paar Jahre mal fliegt, naja. Ja. Nicht billig, ist ein teurer Spaß. Tja. Gut. Wie gesagt, meine Stimme ist bald weg. Aber ich brauche sie auch nicht mehr. Tschüss. Genau. Packen wir sie ein, wird jetzt eingefroren. Und bis zur nächsten Folge aufbewahrt. Genau. Also dann habt noch ein schönes Wochenende. Und ja, wir hören uns dann spätestens in 2 Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.